Ja, hallo, herzlich willkommen auf 1000best TV. Wir sind hier live aus Rauschenberg, die Metropole im Herzen Deutschlands. Und wir sind hier zu Gast bei der Firma SMOTECH. Hallo Marieke, grüß dich. Hallo Nils. Hallo, grüß dich, servus. Du, den Namen habe ich vergessen. Pascal. Pascal, sehr gut. Wir stellen uns da gleich live vor, wie immer bestens vorbereitet bei 1000best. Du und hier in Rauschenberg, wenn wir jetzt ein bisschen touristischen Reiseführer machen. Wie viele Einwohner hat Rauschenberg, wenn ich da fragen darf? Circa? Also ohne SMOTECH-Mitarbeiter. Ja, so 1000 würde ich sagen, ja. Also ihr seid die Hälfte hier ungefähr. Nein, so ungefähr, ja. Und der zweitgrößte Arbeitgeber hier in Rauschenberg ist euch der Metzger mit zwei Angestellten. Oder gibt es hier noch was anderes auch als SWMOTECH? Ja, es gibt noch einen Supermarkt und ein bisschen Konkurrenz gibt es schon noch. Okay. Nein, es ist witzig, wenn man hierher fährt nach Rauschenberg, dann ist das hier wirklich, man ist hier, hat das Gefühl, man ist im Nirgendwo, eine schöne Gegend, alles nett und plötzlich tauchen hier die Warenlager und die Türme auf. Aber ich glaube, wenn wir über eure Vergangenheit sprechen, ganz kurz, es war ja mal eine richtig kleine Klitsche. Wann hat das begonnen? Wann habt ihr losgelegt, SWMOTECH? Ja, es begann so Ende der 90er Jahre, eigentlich wirklich in so einem ganz kleinen Stall. Und da haben dann zwei der jetzigen Geschäftsführer für eine eigene Reise Motorradzubehör gebaut und sind damit nach Afrika getourt. Und dann haben sie festgestellt, das interessiert andere. Und ja, jetzt sind wir ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern. Ja, ist lustig, weil solche Geschichten hört man normal immer im Silicon Valley mit dieser Gründergarage, weil die gibt es ja auch im Rauschenberg. Und ja, wir sehen schon, wir machen das ja so, ich muss meine Kollegen hier immer einschulen. Also ihr kriegt jetzt eine kleine Instant-Einschulung hier live. Also hier kommen die Fragen rein von den Leuten. Und zu Beginn, ihr seht schon unsere Zuseher, sind irrsinnig freundlich. Die winken alle und grüßen. Hu, hallo, servus, wie geht's? Grüße aus Mautern, servus aus München. Hallo, sehr schön, alles Paletti. Eine Kattel, schreibt der Stefan Großer, der hat schon richtig erkannt. Und das ist natürlich gleich das erste Highlight, das wir haben. KTM 97 Duke. Ich meine, wann habt ihr die reingekriegt? Vor wie vielen Minuten oder Stunden oder Tagen? Ich würde sagen, seit einer Woche haben wir die hier. Ja? Ja. Und weiß nicht, ich muss immer schauen, wer das von euch beantwortet. Ihr müsst halt immer kurz einfach reingrätschen. Das ist vielleicht jetzt auch gleich ein gutes Beispiel. Die kommt jetzt hier rein. Diese nagelneue Duke 97 und dann wollen wir hier frisches Zubehör für diese, von dieser Maschine. Und ihr wollt das natürlich verkaufen. Was ist der erste Arbeitsschritt nachher? Ja, das geht in der Werkstatt los bei uns. Da haben wir unsere Prototypenbauer sitzen und die geben natürlich bei so einem wichtigen Bike sofort Gas, gucken, was wollen wir bauen in Absprache mit dem Vertrieb, was möchte der Markt haben, was wollen unsere Kunden haben und dann geht das sofort los bei uns. Ja, und die kriegen das, wie habt ihr das bekommen? Habt ihr das gekauft oder kommt das von einem Händler? Teils, teils. Wir haben selber einen großen Fuhrpark. Wir sind gut dran mit sehr vielen Händlern und auch mit den Herstellern. Also das ist breit gefächert. Okay. Und ich glaube, ihr macht ja das dann am Computer, die erste Entwicklung. Da wird dann das irgendwie digitalisiert oder wie wird das dann gemacht, dass da mal konstruiert werden kann? Ja, also wir haben einmal einen 3D-Scanner bei uns. Da wird dann das ganze Motorrad wirklich eingelesen. Und es passiert ganz viel wirklich auf der Hebebühne. Ne? Das Motorrad steht beim Prototypenbauer. Der guckt sich das an. Die ersten Produkte werden angepasst und wir stehen halt für beste Passform und dafür ist es immer wichtig, auch direkt am Motorrad zu konstruieren. Okay, weil du sagst, beste Passform. Jetzt haben wir hier zum Beispiel die 97 Duke und das ist jetzt ein neues Motorrad. Das heißt, ihr könnt da jetzt auf keine Vorgänger-Dinge zurückgreifen, sondern ihr müsst einfach mal von Null auf probieren, was passt und alles, was ihr dann quasi bei euch im Webshop listet, was es für die Duke 97 gibt, ist hier einmal wirklich physisch montiert worden. Das ist das so? Oder? Das ist zu 100% getestet. Also das ist auch eine tolle Sache bei uns. Der Kunde geht in den Shop, sagt, das ist mein Modell, das ist mein Baujahr, sogar mein Typ, hat also genau sein Modell herausgefunden und alles, was er dann gelistet bekommt, das haben wir zu 100% getestet und das passt auch. Also da gibt es überhaupt keine Probleme. Okay. Und bei dieser Duke 97, das ist ja, vielleicht gehen wir dann gleich ins Detail, dann werden wir ein bisschen näher rangehen. Duke 97 ist ja eine Herausforderung für euch wahrscheinlich, weil sie ja sehr kompakt ist. Das heißt, man hat wenig Platz, oder? Habe ich das als Laie richtig interpretiert? Oder? Ja, aber das ist grundsätzlich bei vielen Motorrädern in letzter Zeit auch so, dass das Heck zum Beispiel kürzer wird. Das ist für uns eine ganz neue Herausforderung. Deswegen mussten wir zum Beispiel einen neuen Koffer entwickeln, der eben optimal zu dieser Heckform passt. Und bei dem Motorrad gibt es noch so ein paar andere Spezialitäten, irgendwie hoher Auspuff, der Tank, der sich ein bisschen anders öffnet, also wo wir auch den Tankring anders machen müssen als sonst, also das ist schon ein bisschen spezieller. Okay, und dann irgendwann habt ihr das dann quasi alles entwickelt und dann erscheinen die Teile quasi in eurem Webshop, die jetzt, sag ich mal, das ist die Bibel auch für eure Kunden wahrscheinlich auch, also auch für die Händlerkunden. Und ich glaube, du bist ja dann
ich wollte jetzt sagen, die arme Sau, aber du bist der, der diese ganzen Daten pflegen muss. Also das weiche Ding passt auf welches Motorrad, oder? Das machst du, oder? Ich bin einer der Glücklichen, die diesen Job übernehmen dürfen, ja. Aber es ist ja auch wahrscheinlich das Herzstück der Firma, dieses Know-how, welches Zubehörteil passt auf welches Motorrad, weil das, wenn ich das richtig verstanden habe, ich kann bei euch auf der Webseite, weißt du, das können wir eh machen, spiel da mal ein. Also wenn ich jetzt hier auf eurer Webseite, ja, wo komme ich da hin? Also ich muss jetzt, wenn ich jetzt sage, ich möchte mir zum Beispiel alles für eine R1200 GS, also das ist die wahrscheinlich meistgesuchte Maschine, was muss ich dann machen? Also wenn du direkt dein Bike aussuchen willst, gehst du über den Filter, ja, und sagst, ich habe eine BMW. Ja. Ab jetzt könntest du schon filtern, aber wir wissen es noch genauer, deswegen gehen wir weiter. Mhm. Ja, sind wir. Ist unser Gäste. Ist nach Hubraum sortiert, das ist immer ganz wichtig zum Orientieren. Ja. So, dann habe ich das Modell 15 und ich weiß sogar noch meinen Typ. Ja, aber was? Ja, genau, das weißt du. Okay, passt, sehr gut. Und jetzt sage ich hier, jetzt filtern. Genau. So, und das, was jetzt hier erscheint, das ist geprüft von euch. Das heißt, da kommt jetzt alles, was jetzt hier erscheint an Produkten, das hat irgendjemand mal bei euch tatsächlich mit Schraubenschlüssel und Montageding montiert. Ja, ja. Bis ins kleinste Detail. Aber das sind ja hier bei der GS, das sind ja richtig viele Artikel nachher. Also. Ja, wir sehen es, 24 Artikel, a 5 Seiten. Wow, wer kann das jetzt ausrechnen für uns? 120, stimmt das? Ja. Also 120 Artikel wären das, die alle mal irgendwer schon mal ausprobiert hat bei euch. Das sehen wir zum Beispiel, der Jan, das sehen wir jetzt das Feedback von dem Kollegen, der Jan Lemke, hallo Jan, schreibt, hab diverses für meine MT09 Baujahr 2014 von SW Motor, alles spitze und passt wie angegossen. Da freut mich sehr an. Und jetzt ist ja so, ihr produziert Dinge, die dann die Leute teilweise selbst montieren müssen. Ist aber ein bisschen risikoreich, oder? Wenn Leute selbst montieren müssen. Oder wie stellt sich das dar? Wie groß ist die Trefferquote? Wie viel Prozent eurer Kunden sind in der Lage, das selbst zu montieren? Einige, ich würde sagen sogar fast alle. Also es gibt ein paar Ausnahmeprodukte, wo wir wirklich... Habt ihr keine Akademiker als Kunden, oder was? Bitte? Habt ihr keine Akademiker als Kunden, oder was? Auch die haben wir. Es gibt ein paar wenige Produkte, die wirklich eine Herausforderung sind. Da sagen wir dann, fahr lieber besser zum Händler. Ja. Aber in der Regel kommt das nicht vor. Okay. Das heißt, ich habe es ja auch geschafft. Ich bin Akademiker, weil ihr das wisst, ja, aber ich bin technischer Akademiker, aber ich musste tatsächlich ein bisschen meine kleinen Kinder so als Schraubenhalter und so zur Verfügung stellen. Aber was gut funktioniert hat, war diese ganze Passform. Das habe ich damals gut hinbracht. Aber ziemlich große Rollen gewechselt. Okay, jetzt schreibt der Stefan zum Beispiel schon, mein Bruder fährt einen 90 Super Duke, der hat ziemlich große Probleme, Gepäcksysteme zu finden, die passen und auch noch gut aussehen. Ich glaube, da können wir jetzt gleich rübergehen zu Duke 97. Weil Duke 97 hat, glaube ich, das gleiche Problem. Fangen wir vielleicht an, vor allem beim Tankrucksack, oder? Kameramann, ihr werdet es nicht glauben, wer hinter der Kamera sitzt. Der Fauli ist befördert worden oder degradiert. Ich weiß nicht, hör auf, Fauli. Der Fauli ist degradiert oder befördert worden, je nachdem, wie man das jetzt sieht, den Job hinter der Kamera. Und haltet jetzt die Kamera da hinten. Hast eh kein Bier stehen. Na, passt. Also Kamerakind Fauli ist ganz gewaltig. Und jetzt sind wir hier bei diesem, scheiße, habe ich die Kommentare da drüben, das wird halt echt schwierig mit den ganzen Dingen. Nein, wir schaffen es schon. Ja. Also liebe Leute, wenn es kommentiert, 3 Minuten warten, ja. Also dann komme ich wieder rüber und schaue weiter. Jetzt haben wir hier, ist das ein Klassiker, darf man sagen, ein Tankrucksack ist ein Klassiker, das braucht man immer, oder? Auf jedem Motorrad, wenn es neu entwickelt. Ja, vor allem, es passt halt auch auf extrem viele Motorradmodelle. Also wir machen da auch ganz spezielle Anpassungen. Manchmal arbeiten wir auch mit so einer Spinne, wenn wir zum Beispiel... Spinne? Was ist eine Spinne? Ja, ich hebe ja, mal ab, ja, da kann man ja. Am besten erklären. Genau. Üblicherweise, ich weiß nicht, ob man es wirklich sieht, arbeiten wir mit einem Kunststoffring, der ganz normal drauf verschraubt wird. Wenn wir jetzt aber einen speziellen Tank haben, es gibt ja so schöne BMW-Modelle, da arbeiten wir dann zum Beispiel mit einer Metallverstrebung, die hier rüber geht, okay, und dann sitzt okay. Der Ring hier, weil wir eben nicht an diese Verschraubung gehen können. Okay. Genau, also wir sind da immer ganz, ganz findig bei den Lösungen. Wie ja, zum Beispiel auch hier sitzt er zum Beispiel einfach mal falsch rum drauf, weil KTM sich hier was hat einfallen lassen. Der Tankdeckel öffnet sich ein bisschen anders und schon passt der Tankring einfach nicht, wie er sonst passt. Und jetzt müsst ihr halt einen neuen Tankring machen. Das heißt, es gibt jetzt individuell für dieses Fahrzeug diesen Tankring. Mhm. Und solche Taschen werdet ihr wahrscheinlich, weiß nicht, 10, 15 oder irgend sowas, quasi verschiedene Modelle vorrätig haben, oder? Genau, also wir haben ganz, ganz verschiedene Modelle, die dann halt auch unterschiedliche geformte Böden haben, je nach Tankform. Wir sehen das nachher noch bei der GS zum Beispiel. Dann haben wir 2 verschiedene Serien. Wir haben natürlich auch noch welche mit Riemen, aber also wirklich unsere Bestseller sind die mit dem Tankring, mit okay. dem Quicklock-Verschluss. Das ist auch für viele noch so ein Begriff. Okay. Und in welchen Größen, wie viele Liter gibt es denn sowas? Zum Beispiel für so ein zierliches Motorrad wie die 97 Duke, was bringt man da vorne unter?
Genau, also hier sind wir so beim kleinsten Modell, da sind wir bei 2,5 Liter. Man kann das Volumen dann noch ein bisschen erweitern und wir können bis auf 22 Liter gehen. Das ist dann schon ordentlich was. Okay. Also bei der jetzt nicht. Okay. Aber bei der GS zum Beispiel geht das. Okay, das ist sehr gut. Und darf man das verraten, wie viele so Tankrucksäcke verkauft man da im Jahr als so größerer Zubehörhersteller, wie es jetzt so circa? Ja, da reden wir schon von einem fünfstelligen Bereich. Okay, fünfstellig müssten wir jetzt die Nullen nachzählen, aber ist schon einiges. Ich nehme mal hier das iPad her, weil da habe ich gesehen, da hat wer was gefragt. Boah, schaut, das ist auch, jetzt kann ich euch gleich was erklären. Das ist aber mächtig. Der René Martella hat uns jetzt soeben 2,29 € überwiesen, ja? Also, das ist natürlich René, vielen Dank, einfach so, mich, nicht euch. Also, nicht, dass da jetzt ein Missverständnis entsteht. Na, wegen euch, aber die Kohle kriegen wir. Nein. Das kriegen wir. Und das ist heute wirklich wichtig, weil ich habe mein ganzes Gepäck zu Hause vergessen. Ich muss nachher Unterhosen kaufen fahren. Und wenn ich jetzt die ganzen 4 Tage, die wir unterwegs sind, mit der gleichen Unterhose fahren muss, brauche ich eh noch mehr. Aber René, das ist die erste Kick-Unterhose, ist schon bezahlt wahrscheinlich. Ja? Aber schau mal, da gibt es schon die erste Detailfrage, wo ich jetzt keine Ahnung habe, was der meint. Aber ihr werdet es sicher wissen, der Lowlander fragt, hallo, gibt es für die Blaze-Satteltaschen eine Diebstahlsicherung? Was ist eine Blaze-Satteltasche? Die Blaze-Satteltasche haben wir hier hinten. Kann man hin? Kameramann, Fauli. Schau, ob der Fauli das mit dem Schwenk hinbringt. Das ist die Blaze-Satteltasche. Da stellen wir uns jetzt hier her, da gehen wir daher. Bin gespannt, ob das alles verwackelt ist. Und hier gibt es, ob es hier eine Diebstahlsicherung gibt. Genau, also die Blaze-Satteltasche, das ist gerade für kleine Motorräder ganz, ganz interessant, für die sportlichen, wo man eben nicht ständig mit Gepäck fährt und ganz schnell umrüsten möchte. Wir haben nämlich so einen Abstandsbügel, der wird einfach eingeklickt und lässt sich genauso schnell wieder abnehmen, wenn ich dann einfach mal so im Alltag unterwegs bin. Mhm. Und wird dann hier eingeschoben, mit so einer Klettlasche gesichert. Allerdings haben wir hier keine Diebstahlsicherung. Mhm. Also was gegen ist eine Diebstahlsicherung? Hast du was mit einer Diebstahlsicherung? Dass ich mir das vorstelle? Ja, klar, auf jeden Fall. Okay. Also, Kameramann. Ganz viele unserer Produkte haben eine Diebstahlsicherung. Zum Beispiel, ich fürchte, das sieht man jetzt von der Kamera aus nicht. Hier haben wir eine integrierte Diebstahlsicherung, die einfach nur reingedrückt und umgedreht wird. Wir haben aber zum Beispiel auch bei den Tankrucksäcken die Möglichkeit, so einen Sicherungsstift zu setzen. Unsere Kofferträger lassen sich alle entweder abschließen oder also. Okay, ich verstehe schon. Das heißt, es wird hier einfach zugemacht und dann kann man hier ein Vorhängschloss oder ein Schloss hier rumhängen und dadurch kommt man nicht an diese Schlussmechanismus ran, oder? Fast. Also es gibt eigentlich 2 Diebstahlsicherungen. Einmal kann man den Reißverschluss sichern, das geht bei der Blaze auch. Okay. Und man kann aber auch oft das Gepäckstück am Motorrad sichern. Es bringt mir auch nichts, wenn ich weggehe und jemand kann vielleicht den Inhalt nicht rausnehmen, aber das ganze Gepäckstück mitnehmen. Okay. Also die meisten Gepäckstücke bei uns haben eigentlich diese doppelte Sicherung. Die Blaze hat jedoch nur die abschließbaren Reißverschlüsse. Okay, und wenn man das so sagen darf, ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist das Einstiegsmodell, darf man Einstiegsmodell dazu sagen oder ist das halt einfach das dezenteste Modell, wo am wenigsten ein Motorrad verbaut ist? Oder? Also es ist ein Einstiegsmodell, also einfach, weil es einen sehr, sehr attraktiven Preis hat, lässt sich ganz leicht montieren, ist für sehr, sehr viele Motorradmodelle verfügbar, auch gerade für Modelle, wo sonst manchmal nichts anderes passt, aber wird jetzt nicht nur von Einsteigern gefahren. Okay, gut. Sogar einer unserer Topseller, kann man sagen. Also gerade für Supersportler ist die Lösung unheimlich interessant, weil wir nur an die Fußrasten drangehen und sonst nichts am Heck verändern und dann hat man bis zu 42 Liter Volumen, was für einen Supersportlerfahrer oft sehr wichtig ist. Okay, und dann ist interessant, es gibt natürlich jetzt gleich einen Glaubenskrieg. Da gibt es Leute, einer schreibt, Tankrucksack sieht meiner Meinung nach auf der Duke nicht gut aus. Und dann wird es wahrscheinlich genauso viele geben, die sagen, Satteltaschen oder Seitentaschen schauen nicht so gut aus. Und das ist wahrscheinlich das Gute, ihr versucht halt quasi allen alles recht zu machen. Dann gibt es die Tankrucksack und dann gibt es die Seitentaschen, die verschiedenen Versionen und das Topcase. Oder so, habe ich da jetzt etwas vergessen oder ist das so richtig? Genau, und dann haben wir noch verschiedene Seitentaschen, also je nach Motorradmodell. Wir zeigen ja nachher auch noch die Z900 RS, wo man einfach nochmal zum Beispiel die Retro-Serie sieht. Wir haben noch andere Modelle, die an den gleichen Träger passen. Also da eigentlich haben wir für jeden Geschmack, glaube ich, eine passende Lösung. Und kann man jetzt sagen, wer hat recht? Also was ist die Mainstream-Meinung? Ist der Tankrucksack das geringere Übel oder die Seitentasche? Also Entschuldigung, dass ich bei meinem Produkt jetzt von geringeren Überspreche, aber weißt du, so auf seinen schmalen Motorrad ist ein Gepäcksystem halt immer schwierig. Aber was machen, glaubst du, mehr? Sowas oder sowas? Also ich glaube, die verkauften Zahlen zeigen, Tankrucksack ist das beliebtere Produkt. Naja. Allerdings passt es natürlich auch einfach an mehr Modelle. Ne? Okay. Also deswegen muss man das einfach auch so ein bisschen sehen. Und es ist natürlich total bequem. Ne? Man wird kaum behindert, man hat was Kleines vor sich, man kann es gut mitnehmen. Die haben zum Beispiel auch einen Schultergurt. Das heißt, ich bin unterwegs, hänge ich mir einfach um und habe nichts Sperriges. Okay. Aber für längere Touren reicht es natürlich auch nicht.
Okay. Und dann, weiß nicht, vielleicht weißt du das auswendig, vielleicht kommen wir ein bisschen näher ran. Es hat dann noch jemand gefragt, was gibt es für eine Honda CB500X? Weißt du das auswendig oder soll man in den Webshop reinschauen? Da wäre mal ein Blick in den Webshop notwendig. Ja, das ist kein Problem. Produkt- und Bikefilter. Ich nehme an, dass wir hier bei einem Blaze-Satteltaschenset landen, aber... Die Honda CB500X, ja. Ich weiß schon, was das ist diese kleine quasi CB500. Nach Kubik sortiert musste etwas weitergehen. Das war zu weit. Ah, ich verstehe schon. Ah, das ist nach Kubik sortiert, sondern nicht nach... ist ganz deppert. Okay. Und könnte ich jetzt schon sagen, Filter? Jetzt man könnte jetzt schon filtern, ja. Man würde eben alle Typen und alle Baujahre angezeigt bekommen. Ja. Und wir haben ja vorher schon geplaudert. Das heißt, wenn ich jetzt hier was sehe, zum Beispiel dieser Evo Mikrotanko gesagt, dann geht der für diese CB500X und das passt und das könnt ihr euch verbürgen, genau, dass das passt. Aber du hast schon vorher gesagt im Gespräch, bei der Vorbereitung, was natürlich gerne als Fehler gemacht wird, man hat schon anderes Zubehör verbaut, zum Beispiel vorher Kennzeichenträger hattest du erwähnt, genau, und dann bestellt man etwas und dann passt das komischerweise nicht drauf. Und ihr seid dann stundenlang mit Fehlersuche beschäftigt, bis ihr dann draufkommt, der hat ja schon was anderes montiert. Das kommt schon mal vor. Also wir entwickeln natürlich ausschließlich im Originalzustand, weil wir nicht wissen, welcher Kunde hat welchen Kennzeichenträger oder ganz beliebt, welchen Auspuff hat er dran. Das können wir natürlich nicht alles prüfen. Okay. Und dann schreibt jetzt jemand, also er hat diese Lösung auf einer Hypermotard und ich glaube, das ist auch eine, Ritterschlag, weil Hypermotard ist eins der attraktivsten Motorräder und der grazilsten Motorräder, die ich kenne. Und wenn das dort gut passt, dann passt das immer. Aber vielleicht schauen wir uns noch an das Teil hier, weil der Fauli hat vorher schon gesagt, das ist der einzige Motor, das mit Keckträger schön aus der Zone aussieht, weil das wirklich hier nochmal die schlanke Form komplettiert. Was kann man hier drauf machen? Also das ist unser Street Rack und das ist halt die Lösung für die Naked Bikes, für die kleineren sportlichen Straßenmaschinen und man ist da relativ flexibel. Ich muss einmal kurz hier. Ja, fühle ich wie zu Hause. Ja. Ich habe ja gehört, dieser Raum ist ja quasi gerade erst fertig geworden, oder? Genau, so wir sind zwei Tage alt. Das Gebäude wurde im Dezember geweiht, wir sind im neuen Logistikzentrum und ja, der Raum ist seit einer Woche fertig, frisch geputzt für euch. Also super. Wenn der Fauli und ich mit der Aftershow-Party fertig sind, könnt ihr neu renovieren. Ja, das kennen wir hier. Also wirklich? Ja. Genau, also beim Streetrack ist man halt sehr, sehr flexibel, weil wir eine Adapterplatte haben. Das haben wir für unser bisheriges Alu-Rack auch schon. Allerdings haben wir hier einiges dran überarbeitet. Also die sitzt jetzt einfach noch wesentlich strammer, weil die an drei Punkte geht. Und hier oben, und jetzt kommen wir zu dem, was kann ich drauf machen, habe ich einmal Aufnahmen für verschiedene Topcase-Befestigungen. Mhm. Also SW-Motech-Topcase, aber auch Topcases anderer Hersteller zum Beispiel. Ich habe eine vergrößerte Auflagefläche. Ich kann auch also dann noch an die Verzurpunkte gehen, einfach eine Hecktasche abspannen. Allerdings natürlich immer abhängig vom Motorradmodell. Bei der KTM muss man richtig aufpassen, weil einfach durch den hohen Auspuff ist es sehr eingeschränkt. Okay, das hast du vorher, glaube ich, schon gesagt. So ein Auspuff ist immer Thema. Da muss man natürlich auch in der Entwicklung schon aufpassen. Der könnte natürlich was kaputt machen. Das müsst ihr in der Entwicklung schon berücksichtigen, dass da nichts hinstrahlt, oder? Ja, richtig. Okay. Und was du auch vorher erwähnt hast, du hast gesagt, bei vielen Produkten ist auch eine Tankschutzfolie dabei. Wann braucht man das zum Beispiel? Also wir legen das grundsätzlich bei jeder Hecktasche und jedem Tankrucksack bei, eine Lackschutzfolie. Einfach aus dem Grund, manchmal schlagen gerade die Taschen, die liegen hier auf. Ja? So, und damit der Kunde dann eben nicht sein Motorrad versaut und ich sag mal Kratzer in den Lack bekommt, legen wir da eine Schutzfolie bei. Die ist nicht sichtbar, wenn man die sauber auflegt und dann bleibt das alles geschützt und im Originalzustand. Okay. Und dann hat man jetzt, wir gehen da gleich weiter, aber da möchte ich auf die eine Anfrage reinkommen. Jetzt sagt zum Beispiel jemand, schade, dass ihr für eine Triumph Speedmaster 2018 nichts habt oder schade, dass ich für eine Triumph Speedmaster 2018 nichts finde. Also das ist halt wahrscheinlich oft auf Messen auch so, bist ja oft auf Messen, da kommen dann halt Leute her, ich weiß nicht, wie viele Motorradmodelle es gibt, 10.000 oder irgend sowas und dann gibt es halt doch immer welche, da habt ihr nichts, oder? Das kann in der besten Familie vorkommen, oder? Also kann vorkommen, ist aber wirklich relativ selten. Genau, also man muss natürlich immer gucken, bei den ganz neuen Modellen, da kommt es natürlich auch so ein bisschen unterjährig, weil auch wir haben gute Kontakte, aber wir kriegen alle Motorradmodelle auch nicht mit so viel Vorlauf, dass wir wirklich sagen können, erster ist alles verfügbar. Also das heißt, es lohnt sich bei ganz neuen Motorradmodellen auch immer einfach im Laufe des Jahres nochmal kurz zu gucken. Das Street Rack, wer jetzt im Shop guckt, findet es nicht. Aber bis Ende des Monats ist es für alle Modelle, wo wir es jetzt anbieten werden, verfügbar.
verfügbar zum Beispiel. Also das ist natürlich, ja, ich verstehe schon, das ist natürlich auch schwierig, weil wenn ihr jetzt schon behauptet, ihr habt es, ja, obwohl, wir sehen es jetzt hier, aber es ist ja noch nicht in Stückzahlen verfügbar, dann behaupten sie, sie haben es, ihr bestellt es und dann müssen die 6 Wochen warten, 8 Wochen warten, ist natürlich auch nicht redlich. Also, und jetzt hat der eine Speedmaster 2018. Ja, das heißt, ihr behauptet erst dann, ihr habt das, wenn es auch wirklich lieferbar ist. Genau, also im Shop sieht man auch immer an dem grünen Button, ist wirklich verfügbar, ist in 2 bis 3 Tagen bei mir zu Hause. Na, also den Vorteil hat man, wenn man direkt bei uns im Shop gibt, aber auch zum Beispiel die Händler können jederzeit sehen, ist ein Produkt wirklich verfügbar und dem Kunden das dann entsprechend anbieten. Okay, schauen wir mal, ob es noch... Okay, haben 100 Euro. Okay. Habt ihr auch etwas für die Honda CB125 Nakedback? Honda CB125. Da schauen wir nochmal in den Shop rein. Das sind das Also wir haben vor einiger Zeit damit begonnen, auch den Bereich der 125er mächtig aufzuräumen und auch hier Gepäcklösungen zu bieten, wenn es möglich ist. CAF 80 ist aber mächtig, was ihr habt. Das sind ja Geländemotorräder. Okay, ja, was aber C, es war eine CB. Ja. CB125F zum Beispiel, die da. Ja, genau, da ist sie. Ja. So, schauen wir doch direkt. Ja, für die 125er ist es wahrscheinlich auch schwer. Jetzt kauft sich der ein Motorrad irgendwie gebraucht um 2000 und dann wird es wahrscheinlich oft der Rucksack werden oder irgend sowas. Genau. Obwohl, naja, die Satteltasche, die Tankrucksäcke sind ja auch so, günstig. Tankrucksack, es geht halt mit Taschen los, universelle Produkte. Mhm. Und dann zeigt sich, ob wir auch modellspezifische Produkte entwickelt haben, sprich ein Gepäckträger. Mhm. So, und da hätten wir ihn. Okay. Mhm. Mal schauen. CB125, ja, können wir liefern. Okay. BMW S1000 RR. Also BMW S1000 RR ist natürlich auch ein schwieriges Modell, weil es ein Supersportmotor ist, aber das habe ich mir selbst angeschaut. Ich habe ja auch jahrelang eine besessen. Und bei Supersportlern ist halt auch, ist glaube ich der härteste Glaubenskrieg überhaupt, darf man überhaupt Gepäck mitnehmen? Ist natürlich schon mal eine Frage. Und wie viel darf man mitnehmen? Ich selbst nehme immer nur Zahnbürste und Kreditkarte mit. Ich weiß nicht, ein Klassiker ist wahrscheinlich auch das Tankback, sage ich mal. Oder gibt es irgendeine Geheimlösung für die S1000? Also wenn wir jetzt speziell von der S1000 RR reden, dann würde ich sagen, wir haben überhaupt keine Probleme. Wir haben die Blaze-Satteltaschen, wir haben Tankrucksäcke im Programm und wir hätten sogar Hecktaschen, die wir drauf machen können, speziell auch für die Doppel-R. Okay. Und dann fragt jemand, Gepäcksysteme für die beliebte MT-07. Ich glaube, was nicht, auf das Verrat, ihr liefert ja teilweise OEM, also ihr seid teilweise der quasi das Originalzubehör liefert. Für die Yamaha MT-07, das glaube ich, wird die von euch gemacht. Stimmt das so? Genau, also wir machen für sehr, sehr viele Hersteller, eigentlich für fast alle großen Marken machen wir OEM-Produkte und genau. Das heißt, wenn jetzt der Kollege 2 Dönermann für seine MT-07 ein Gepäck möchte, dann könnte er beim Yamaha-Händler einfach das Original Yamaha-Gepäcksystem kaufen und das wäre dann ein SMO-Zeug oder er könnte wahrscheinlich bei euch im Shop danach suchen, okay? Aha, sehr gut. Na gut, ich weiß nicht, bei der Duke 97, wenn man sich die jetzt anschaut, ist ja alles fesch, alles Paletti. Vielleicht schauen wir uns noch kurz an. Fali, kannst du noch vor zu den Kleinzeug zu, geht es da hierher? Ihr habt halt hier jetzt auch ein paar Universalteile mit dran. Also das ist so ein Klassiker, diese Spiegelerweiterung. Das ist einfach, dass man eine bessere Sicht hat, wenn man hinten viel Gepäck hat. Oder wann soll man das montieren? Ja, hängt auch von der eigenen Schulterbreite natürlich ab, ne? Ob ich gut sehe, es hängt vom Gepäck ab, also es muss jeder für sich selbst ein bisschen schauen, was für ihn ergonomisch gut ist. Mhm. Genau, also so Spiegelverlängerung, das ist ein Klassiker, da bieten wir auch ganz, ganz unterschiedliche an, also auch für Verkleidungsspiegel zum Beispiel, ne? Die außen sitzen, das ist ja auch immer so ein bisschen spezieller, aber da kann man auch gucken, wird dann einfach immer passend zum Motorradmodell gelistet. Genau, hier haben wir zum Beispiel noch die Handprotektoren dran, die gibt es mit 1-Punkt-Befestigung, 2-Punkt-Befestigung, auch immer abhängig vom Motorradmodell. Okay, also das ist jetzt eine Einpunktbefestigung, genau. Okay, sehr gut. Ich habe ja auch eine Duke 97, also ich fürchte fast, welche Bestellung schicken, die brauchen wir. Kannst du direkt mitnehmen? Nein, das kann ich nicht machen, die braucht es ja noch, oder? Da. Nein, weil was natürlich schon ist, jetzt mit der Einpunktbefestigung habe ich es beim Verzurren einfacher, wenn ich es quasi mit dem Anhänger, mit dem Auto mitnehme, das gefällt mir und das ist eine gute Lösung und es bietet trotzdem einen halbwegs guten Schutz für die Griffe und für die Hebel. Ja. Und dann, was man auch noch sieht, vielleicht Fali, kannst du kurz hinzoomen, wir haben die Sturzbügeln hier drauf, sind die auf der anderen Seite auch drauf? Ja, auf der anderen Seite drauf. Haben wir noch die Sturzbügeln drauf und die Crashpads haben wir unten drunter. Genau, und die Achssturzpads. Ja,
Und dann würde ich aber jetzt schon langsam, was haben wir jetzt, 25 Minuten bei der Duke 97, vielleicht nehmen wir die nächste Maschine. Das müssen wir ja, wir müssen ja quasi schon vorankündigen. Wir haben da hinten noch zwei Motorräder stehen. Als nächstes nehmen wir die R1200 GS dran und danach die Z900 RS. Die ist ja auch relativ neu, finde ich, bin ich auch begeistert, dass ihr die schon da habt. Aber lieber Assistent, und ich habe gesagt, für die Klicks musst du jetzt stürzen. Du musst jetzt bitte kommen, mit der Duke 97, stolpern, stürzen, mit Eingeweide spritzen. Mit Eingeweide spritzen, der Lenker muss sich in dich reinbohren. Und dann haben wir mächtig viele Gigs auf das Video. So wie auf der Messe, auf der Messe war es so, da ist ein Messegirl gestürzt von der Panigale, so super. Ja, Entschuldigung. Ja? Hier hätten wir noch eine Frage, ob das Cargo-Bag auf der S1000 RR zu benutzen ist. Also da würden wir von abraten, weil das Cargo-Bag, das ist dieses, das ist schon sehr breit. Ja. Und würde zu den Seiten, die S1000 hat ja wirklich ein sehr kleines Heck, sehr kurzes Heck, würde runterhängen. Also selbst wenn man es sehr gut befestigt, würde ich das nicht empfehlen, aber... Das ist unser Rearback und das Rearback, das passt perfekt auf die S1000, haben wir schon wie oft verkauft dafür, ohne Probleme, die Kunden waren zufrieden, hatte einen Vorteil, es passt sich prima an, man sieht es hier vielleicht ein kleines bisschen, prima an das Heck an und man hat trotzdem bis zu 36 Liter Volumen im ausgefahrenen Zustand, also das wäre die bessere Hecktasche. Das ist die Empfehlung quasi als S1000R Hecktasche, okay. Und dann schreibt jemand, was ist das Gepäckstück für kurze Fahrten? Also ich sage, für kurze Fahrten ist natürlich auch Rucksack super, aber wahrscheinlich für viele auch ein kleiner Tankrucksack, schätze ich mal, oder? Genau, also Rucksack, Tankrucksack. Wir haben zum Beispiel auch bei uns die Möglichkeit, man kann die Tankrucksäcke mit dem flachen Boden auch auf den Heckträger klicken. Das kann auch mal für jemanden eine ganz nette Variante sein, der es jetzt nicht vorne drauf haben möchte oder vielleicht die Tour doch ein ganz bisschen länger ist und er zwei kleine Gepäckstücke möchte. Okay. Und dann hat man ja die Herausforderung, ihr seid ja weltweit aktiv, stimmt das so, oder? Genau, also wir exportieren weltweit in mehr als 65 Länder. Und dann gibt es ja so Märkte wie Deutschland. Das heißt, in Deutschland könnte es passieren, dass tatsächlich jemand einen S1000RR nimmt, so ein Ding raufmontiert und dann 300 auf der Autobahn fährt. Das könnte passieren. Und ein anderer Kunde fährt damit im Outback hat dann übelste Vibrationen. Aber ich glaube, das Interessante ist, ihr kriegt da halt sehr viel Feedback auch. Und dann, also ihr habt es vorher erwähnt, also Dinge, die quasi bei uns hier super passen, sind fürs Outback dann manches Mal nicht gut genug und werden verbessert. Ist das so? Habe ich das richtig interpretiert? Genau, also eigentlich profitieren dadurch dann ja auch alle Kunden. Also wir sammeln Erfahrungen weltweit und gucken dann, dass wir wirklich für alle die beste Lösung machen. Also deswegen haben wir zum Beispiel unsere Gepäckträger und auch unseren Kofferträger überarbeitet, weil er einfach noch robuster sein musste. Wir hatten in Deutschland damit kein Problem, aber so australisches Outback, irgendwie 10.000 Kilometer Schotter oder so, das ist natürlich eine ganz, ganz andere Belastung für das ganze Material. Und jetzt haben wir den robustesten Träger ever. Da das Motorrad schon steht, soll ich ihn direkt zeigen? Ja, sicher. Vorher muss jetzt dann, warte mal, wir machen es am besten. Wir müssten da jetzt, weil wir montieren da jetzt ab, genau, jetzt wird es eng. Vielleicht, wenn du von der Seite rangehst, geht sich das aus, oder? Achso. Also, was wir jetzt machen, wir demontieren hier jetzt den Koffer an der GS. Man ja schon mal den Träger sehr schön. Das ist der neue Pro-Seitenträger, also auch schon verfügbar. Wir wollen ja hier niemanden falsch wegleiten. Und ist jetzt einfach noch wesentlich robuster als vorher. Also wir haben vorher mit einem ovalen Rohr gearbeitet und jetzt sind wir mit den Schweißnähten, können wir einfach noch an breitere Punkte gehen. Ist sehr dünn und trotzdem einfach durch dieses tiefgezogene, also durch diese Rippenstruktur, die wir auch gleich nochmal beim Gepäckträger sehen, also wirklich extrem belastbar. Und im gleichen Zuge haben wir auch die Quicklock-Verschlüsse nochmal überarbeitet, also auch die sind jetzt noch wesentlich fester. Also man kann das, obwohl es schon so dezent ist, trotzdem noch abnehmen. Genau. Und das Abnehmen, das will auch jemand, also es gibt Leute, die nehmen das ab. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch so ein Produkt, du vielleicht nicht, aber... Also ich würde sagen, im Originalzustand sind die meisten Motorräder doch am schönsten und man fährt ja doch nicht immer mit so viel Gepäck. Und das sind wirklich, also auf jeder Seite vier Handumdrehungen und schon ist das Ding ab. Und ich zeig mal, wie unauffällig es ist. Soll ich die Stoppuhr... Wirst du nervös, wenn ich jetzt die Stoppuhr einschalte? Ich habe vier Handgriffe gesagt, nicht vier Sekunden, von dem her ganz locker. Wir wollen da keinen Stress. Wenn ich die Stoppuhr jetzt einschalte, wird sicher mächtig nervös. Na, schau mal, wie schnell du das demontieren kannst. Ich habe die Stoppuhr nicht gedrückt, keine Sorge. Ja, alles gut. Das geht so schnell, da habe ich auch keine Angst. Jetzt kannst du gleich in der 1000 PS Garage anfangen. Da wärst du die talentierteste Mitarbeiterin bis jetzt. Ja? Oh. Das Ganze ab. Ja, sehr gut. Genau, und dann sieht man halt wirklich, es verbleiben ganz, ganz unauffällige Haltepunkte, nur diese vier Stück. Und
genauso schnell wie er abgenommen ist, ist er halt auch drangesetzt. Also einfach aufsetzen, die vier Schrauben ziehen und dann passt das schon. Du, und immer wenn ich das Mikrofon dem Falschen ins Mund halt, bitte werft es einfach mit irgendwas her. Ihr habt eh Flaschen da hinten, oder? Ihr habt Flaschen? Dinge, die wirklich wehtun. Immer wenn ich es falsch halt, herwerfen, okay? Und dann aber auf mich treffen, nicht sie, bitte, sie kann nichts dafür, die Mareke. Okay, und das ist jetzt ein System, da kann ich quasi das demontieren und für, kann man so sagen, für welche Art von Motorrädern wird sowas grundsätzlich angeboten? Also das ist jetzt unsere große Seitenträgerlösung, die bieten wir halt so für Adventure-Bikes, Anreise-Enduros, also für die großen Maschinen. Genau, für den anderen haben wir noch diesen kleinen Träger, den wir auch an der KTM 97 hatten. Den sehen wir gleich nochmal an der Z900. Okay, und jetzt habe ich quasi die Entscheidung getroffen auf der GS. Ich fahre jetzt mit diesem Seitenträger hier, das passt. Und dann kann ich quasi noch die Entscheidung treffen, was will ich hier für Koffer drauf machen, oder? Genau, also wir haben halt verschiedene bei uns aus der Serie. Also wir haben die Trax ADV-Serie, Silber, Schwarz. Wir haben eine Trax Ion-Serie. Wir haben auch noch andere Gepäckstücke. Oh, klappt das? Genau, da drüben, das ist zum Beispiel sein erster Schwenk. Voll ist erster Schwenk. Genau, also da unten sieht man bei den Sysbacks, die haben wir auch in der großen Variante, was dann halt wirklich eine Kofferalternative ist. Okay, ja, Wahnsinn. Ich schau mal da kurz. Du musst da eh schauen. Du musst auf alle Fälle sofort hellhörig werden, wenn wer Geld einwirft. So, wenn wer Geld einwirft und ich mir neue Unterhosen kaufen kann, ist es ganz großartig. Irgendwie gibt es da. Da schreibt der Alexander Mitterdorfer, er sagt, er hat das Quicklock Evo Trial von euch und er ist sehr zufrieden damit. Super Verarbeit, gute Qualität und leicht handzuhaben. Klare Kaufempfehlung. Soll sein. Da sitzt aber nicht drüben, jetzt im Verkauf bei euch, oder? Ich wüsste selber gar nicht, wie das geht, dass ich da live chatte. Ich habe noch nie selbst einen Live-Chat gesehen. Ich bin immer nur hier. Also, auf der anderen Seite. Ja, ich bin auf der anderen Seite. Ich könnte es gar nicht machen. Ja? Okay, also hier schreibt jemand von Windschilden. Habt ihr Windschilde auch? Haben wir auch und sehen wir nachher an der Z900. Okay, gut, passt. Z900 machen wir nachher. Ja. Schauen wir vielleicht auf der GS noch ein paar Sachen durch. Hast du noch ein paar Highlights? Ich wollte gerade sagen, also das sprengt wahrscheinlich unseren Rahmen, wenn wir alle Produkte anschauen. Sehr spannend finde ich noch den Gepäckträger, weil das einfach auch ein neues Produkt aus diesem Jahr ist. Genau. Eben auch noch wesentlich robuster von der Konstruktion, eben durch diese Rippung. Und hier hat man wie bei unseren Seitenträgern auch die Möglichkeit, wir arbeiten mit solchen Adapter-Kits, die direkt hier verschraubt werden und können dadurch unsere eigenen Produkte befestigen, also auch wieder die Trax ADV-Koffer. Aber, ich habe das vorhin gar nicht erwähnt, halt auch zum Beispiel die Koffer anderer Hersteller, also die ganzen großen Marken, GV Kappa, Krauser, Schatt, geht alles drauf. Wir haben zum Beispiel auch Aufnahmen, dass man einen Rotopax-Kanister befestigen kann. Ist in Deutschland auch immer nicht so ein großes Thema, aber zum Beispiel im Ausland schon. Achso, die sind die ganz Augenabenteurer oder wie? Genau. Ah, okay, ja, gut. Wir versorgen die ganze Welt. Okay, und dann, diese Dinge, das ist ja Wahnsinn, ihr habt das dann immer alles auf Lager. Das heißt, ihr müsst halt ungefähr vorschätzen können, wie viele Leute brauchen für dieses Jahr für eine GS so eine Platte, oder? Das produziert ja nicht on demand, sondern das liegt ja irgendwo in einer riesen Lagerhalle bereits. Sehe ich das richtig? Nee, es ist uns eben auch wichtig, eine gute Verfügbarkeit zu haben bei den Produkten. Deswegen müssen wir schon planen. Man hat natürlich Vorjahreswerte, je nach Motorradmodell. Bei den ganzen neuen ist es dann immer schon spannend, ne, weil man ja auch die Verkaufszahlen der Motorradmodelle nicht direkt kennt. Aber ich glaube, da schlagen wir uns ganz gut. Ja, und was ist denn so eine Größenordnung, ab der ihr beginnt, Zubehör zu entwickeln? Weil es gibt ja Hersteller mit sehr, sehr kleinen Stückzahlen. Was sagt ihr, wie groß muss ein Hersteller sein und wie viele Modelle müssen da sein, dass ihr mal beginnt, darüber nachzudenken? Kann man das, habt ihr da? Das ist vom Modell wirklich abhängig. Wenn das ein interessantes Modell ist, ist uns das egal, wie groß der Hersteller ist. Wenn das für uns interessant ist und die Kunden das kaufen und wollen Zubehör, dann ist das auch bei uns in der Werkstatt. Mhm. Und das sind ist vom Biss, also wenn ich mir die Liste anschaue, da ist alles dabei, auch kleinere Marken. Also das ist jetzt nicht nur mehr, weil wir haben jetzt nicht natürlich die großen Marken, KTM, BMW und dahinten steht noch Kawasaki, aber sind auch kleinere Italiener und so mit dabei, oder wie? Die sind auch dabei. Wo wir halt nichts machen, ist, sag ich mal, der Scootermarkt. Mhm. Das sind dann oft kleinere Marken oder auch Wachsende aus Italien, da machen wir nichts für. Mhm. Aber ansonsten haben wir eine sehr, sehr große Marken- und Modellpalette, okay, wo jedes interessante Modell dabei ist.
Okay. Du, der eine Kollege, den ich vorher der Schleichwerbung bezichtigt habe, der Alexander, sitzt in Graz zu Hause vom PC, also ist kein Mitarbeiter von SMOTEC, passt super. Und der Julius lacht mich gerade aus, weil ich das Mikro immer in den falschen Mund halte. Weil normalerweise haben wir so Ansteckmikros, aber irgendwie, wieso haben wir keine Ansteckmikros mit? Ich habe gesagt, wir brauchen es nicht, gell? Ja, ja, super. Ja. Nein, ich habe mir gedacht, wieso braucht man die Ansteckmikros? Wir haben eh das Gerät, aber so ist es. Wo machen wir weiter? Ja, also wir können uns ja vielleicht einfach so von hinten nach vorne arbeiten, weil ja, bei der GS gibt es einfach wirklich richtig, richtig viel zu sehen. Ich gucke gerade mit der Kamera, wie wir das machen. Sieht man sie noch hinter der GS spannend, oder was? Wir machen es doch anders. Wir machen doch von vorne nach hinten, ja, sonst sieht man es, glaube ich, in so der Kamera. So eine voll ausgestattete GS, das sehe ich da immer. Das ist ja Wahnsinn, dass ich noch fahren kann. Aber wenn man dann oben sitzt, fährt sie immer noch. Was ist? Achso, wir sind quasi aus dem Bild und aus dem Ton. Das ist noch superer. Ja. Sieht man uns jetzt und hört man uns beides? Okay, super, Leimann, ja. Sehr schön. Ja, für die GS haben wir einfach wirklich unglaublich viele Produkte. Das fängt zum Beispiel bei so einer Scheibenverstärkung an. Wir haben natürlich auch Navi-Halter. Wenn es geht, gucken wir auch immer, dass wir modellspezifische anbieten. Ansonsten haben wir auch Universallösungen. Was heißt modellspezifisch? Also modellspezifisch für Garmin oder TomTom? Nee, modellspezifisch für die Motorradmarke. Ah, okay. Ja? Genau. Mhm. Nee, diese Halterungen, die sind dann universal. Also da passen dann eigentlich die gängigen Navigationsgeräte dran. Okay. Genau, aber bei der GS haben wir zum Beispiel auch unsere Scheinwerfer hier auch mit so einem Schutz ausgestattet. Wir haben die Sturzbügel, wir haben einen oberen Sturzbügel und einen unteren Sturzbügel. Jetzt ist das die Edelstahl-Variante. Wir haben auch eine pulverbeschichtete Stahl-Variante. Wir haben die Fußrasten, wir haben eine Seitenständer-Fußverbreiterung, ja, Tankrucksäcke, Handprotektoren. Wir haben vorne einen Scheinwerferschutz. Also das ist wirklich unglaublich, was wir eigentlich für das Motorradmodell, ja, im Angebot haben. Wie viele Teile habt ihr für die GS? Das ist ja Wahnsinn. Was haben wir vorhin gesagt? So 200, 250. Ja. Also 250 Teile für die GS. Genau. Ja. Und man findet aber jedes Jahr noch was, was ihr trotzdem noch machen könnt, oder wie? Also für GS. Also das ist natürlich so ein interessantes Motorradmodell, dass wir einfach immer schon gucken, ne? Was gibt es? Oder hat sich vielleicht auch ein bisschen was verändert? Passt es dadurch irgendwie anders, besser? Wir schauen ja auch schon immer, dass wir zum Beispiel irgendwie, das Logo ist schick eingelasert an der richtigen Stelle oder solche Sachen. Manchmal muss man das auch einfach ein bisschen anpassen. Und was wir hier zum Beispiel ganz neu haben, wir sind jetzt ja auch im Bereich Sitzbankumbau. Und, Sitzbank, Folie, kannst sieht du auf Sitzbank? Genau. Und das ist halt für uns jetzt auch ganz spannend. Und das ist auf jeden Fall was ganz, ganz Neues, auch für die GS-Fahrer, die sonst vielleicht, okay, alle 200 Teile, ja, schon besitzen. Entschuldigung, ich nehme nur das. Ja, sprich, genau. Was ich, Entschuldigung. Ja. Genau, das ist bei uns jetzt ganz neu. Also man kann seine eigene Sitzbank bei uns einschicken und bekommt die dann nach ganz individuellen Vorstellungen umgearbeitet, aufgepolstert, abgepolstert, den Härtegrad verändert. Man kann sich Steppungen aussuchen, man sucht sich die verschiedenen Materialien aus, man kann die Farbe des Garns bestimmen. Ja, das wusste ich gar nicht. Ich schicke euch die Sitzbank und ihr macht das hier. Ja. Ja, aber seit wann ist das denn? Das ist ja neu, oder? Das wusste ich noch gar nicht. Der Konfigurator ist seit Ende der letzten Woche online. Genau. Hot News bei 1000 Base. Hot News bei 1000 Base. Okay. Ich würde sagen, wir machen euch mal eine. Ja, ja. Zum Probefahren. Okay, aber da musst du verstehen, das Heinz ist immer wichtig. Wie lang habt ihr da meine Sitzbank, wenn ich das jetzt... Also wir sagen, dass wir es innerhalb von 10 Werktagen schaffen. Okay, na gut. Und dann könnte ich, auch, mir ist wichtig, das muss sehr dezent sein. Also ich hätte gern so rote Nähte und so leuchtgelbes Leder oder sowas. Gehen so Sachen? Rote Nähte gehen, leuchtgelbes Leder machen wir nicht. Das ist eine Marktlücke. Ja. Also wenn wir merken, dass das ein interessanter Markt ist, werden wir da vielleicht nochmal drüber reden können. Bitte helft mit, macht ein bisschen Daumen auf und so viel. Genau. Leuchtgelbes Sattelleder. Okay. Sie glaubt da dran. Sie kann es ja glauben. Also wir haben es mit Flammen drauf. Leder mit Flammen. Genau. Und dann kommst du zum Nähen, oder? Nein, das macht unser Sattlermeister. Ich glaube, wir wollen da schon. Das ist hier bei euch da im Haus, oder? Genau. Also wir haben ja einen großen Teil unserer Fertigung, also entweder im Werk in Tschechien oder bei uns hier. Mhm. Und die Sitzbänke werden wirklich in Rauschenberg gemacht. Mhm. Schau. Habe ich was Neues gehört? Schau mal, was da. Okay, sehr gut. Ah, da will noch jemand den Gepäckträger der 97 Duke zeigen. Den haben wir eh vorher im Bild gehabt, aber wir können jetzt nicht mehr die Duke herschieben. Wir sehen den aber bei der Z900 RS gleich nochmal. Das ist nämlich auch das Feedback. Sehen wir gleich nochmal, das ist Weltklasse. Ja. Was ist denn noch wichtig bei der GS? Windschild, ist das euer Windschild? Oder es ist nicht unser Windschild, aber es ist eine Scheibenverstärkung. Also das ist ja so ein bekanntes Problem, okay, dass die zum Beispiel flattert und bei uns ist das einfach hier nochmal von den Aufsatzpunkten wesentlich breiter und dadurch werden diese Vibrationen gehemmt. Also die Scheibe selbst ist die gleiche, aber die, okay.
Und manche Dinge sind halt zu, wie soll ich sagen, der Hersteller selbst kommt auf die Idee nicht und ihr seid halt kleiner, schneller, flexibler und ihr könnt das dann halt verbessern offensichtlich. Ja, das ist zumindest der Plan. Zum Beispiel haben wir bei der GS oder generell für BMW-Modelle auch nochmal eine eigene Spiegelverlängerung entwickelt. Volli? Also hat man, von vorne sieht man wahrscheinlich nur minimal, dass es eine andere Form ist, aber im Webshop sieht man das sehr schön. Gut. Was ist denn noch für ein Highlight an der GS? Wo könnte man noch reingehen? Wo man auch nicht aus dem Bild laufen? Ja, also wir haben zum Beispiel noch einen Schalthebel. Also ein richtiges Highlight weiß ich jetzt nicht, aber wir haben noch ganz, ganz viele verschiedene kleinere Produkte, ne? Ich glaube, das Wichtigste, hast du schon gesagt, das war der Seitenregadapter. Auf den war der stolz, weil er jetzt nochmal verbessert worden ist. Aber das war schon bisher, glaube ich, ein Topseller, oder? Das war jetzt nichts Neues, das kennen die Leute wahrscheinlich, oder? Genau, also eigentlich haben so der Tankring und der abnehmbare Kofferträger SW Motech eigentlich bekannt gemacht. Okay, gut. Aber was wolltest du sagen? Halt noch robuster. Noch robuster, okay. Genau. Immer noch abnehmbar, aber noch robuster. Okay. Genau. Was wolltest du sagen? Entschuldigung. Nee, dass wir einfach noch verschiedene andere Teile haben. Ne? Also hier in dem Bereich zum Beispiel... Mhm. Deckbleche. Wir haben diese verschiedenen Sturzpad-Kits auch. Mhm. Genau, also da haben wir, wenn möglich, bei den Motorrädern bieten wir halt an Vorderachse, Hinterachse und als Alternative zum Sturzbügel sonst auch Rahmen. Okay. Und vielleicht können wir jetzt auch machen Marktforschung. Volli, also jetzt komm mal zu mir. Ich weiß nicht, was du gerade im Bild hast. Wenn es da jetzt einen GS-Fahrer gibt im Livestream, der sagt, es gibt was es noch nicht gibt. Die Geschäftsidee, kannst du jetzt sagen, wenn das ist halt dann nicht dein Geschäft, sondern das Geschäft von SW Motorrad. Aber wenn du eine Geschäftsidee hast für ein Zubehörteil, also für eine BMW R12 GS hat, also da könnte man echt Business damit machen. R12 GS, einen Teil entdecken, das es noch nicht gibt im Zubehör, das ist eine richtig gute Idee. Postet es uns hier rein, das ist richtig viel Geld wert für die Firma SW Motorrad. Komm, postet. Vielleicht ist ein GS-Fahrer dabei. Wir sind offen für Ideen, ja. Offen für Ideen. Und ist das so, dass das Endkunden auch Ideengeber sind? Also kriegt ihr E-Mails rein, ihr braucht das und sie brauchen das und das und auf Basis dieser Anfrage entwickelt ihr nachher die Teile. Stimmt das so, oder? Genau, also es ist eigentlich so das Feedback, also der weltweiten Kunden aber auch. Also wir hatten es ja auch schon beim Gepäckträger oder beim Seitenträger gesehen, dass wir da einfach auf die Kundenwünsche reagiert haben. Und zum Beispiel mit den Sitzbänken, das war auch so ein Ding. Also wir haben die für unsere Messebikes immer schon gemacht und dann kam permanent irgendwie die Anfrage, oh, wo kriege ich denn diese Sitzbank her? Und da haben wir irgendwann gesagt, hier. Wenn das so viele wollen, dann machen wir das doch. Entschuldigung, ich sehe gerade da in dem Stream, dass er jetzt unter uns versteckt ist. Siehst du, so sieht das jetzt aus. Total unhöflich, dass wir jetzt vor ihm stehen. Entschuldigung, das ist mir erst jetzt bewusst geworden. Also jetzt gehen wir wieder hinterher zu dir. Schau, das ist ja Katastrophen da. Schau, das ist auch eine Zeitmaschine. Das ist das, was jetzt in Wirklichkeit vor 10 Sekunden passiert ist. Da sehen wir, dass wir hier so ganz übel hinten... was müsste ich da machen? Der hat eh gesagt, ich soll es nicht einschalten. Das ist gesagt, weil ich nie horche auf meine Kollegen. Ja. Leuchtgelbe, Nils hat eine leuchtgelbe Unterwäsche, passt der Ruck. Jetzt wird es schwierig, eine Detailfrage. Gut, dass wir jetzt wieder zu dir gegangen sind, das war jetzt ein Glücksgriff. Der Andreas fragt, passt die Rackback-Hecktasche direkt auf den Alurack-Gepäckträger Yamaha Tracer 900? Also so schwer ist die Frage gar nicht. Wir haben zwei Möglichkeiten. Die Rackpack-Hecktasche kann man direkt auf sämtlichen Gepäckträgern befestigen. Wir haben aber speziell für unser Gepäckträger, für das Alurack, noch eine Erweiterungsplatte. Die hat so etwa die Maße und da passt die Rackpack-Hecktasche perfekt drauf. Also wenn man wirklich sagen will, es soll nicht irgendwie noch ein bisschen wackeln und die Auflagefläche von diesem Alurack ist mir zu klein, dann passt die Erweiterung und das Rackpack perfekt drauf. Okay. Vielleicht ganz kurz dazu. Ja. Und die Erweiterung wird es auch für die beiden neuen Gepäckträger geben. Genau, weil das Alurack ist so das Modell, was jetzt noch ein bisschen weitergeführt wird, aber irgendwann ersetzt wird durch den Adventure Rack Gepäckträger und den Street Rack. Okay, und dann schreibt der Tom Tree, schreibt, das Rearback für die BMW ist gekauft. Danke, also ich glaube, der meinte für die S1000R. Also wir haben jetzt. Ich glaube, der war das, ja. Also die Häppchen da hinten haben wir jetzt schon mal verdient. Also die Brötchen und so, danke, ja, danke für. Also die Brötchen sind drin, der Fauli und ich haben mächtig eingeworfen vorher. Was war noch einer? Genau, welche Hecktasche würdet ihr empfehlen für eine MT10? Yamaha MT10 ist auch ein designorientiertes Nakedbike. Da hat man wahrscheinlich auch die Blaze, oder? Was würdest du sagen? Da haben wir eine ganze Menge im Programm und da würde ich wieder auf unseren Webshop zugreifen wollen, weil wir da wirklich gelistet haben, was exakt passt. Aber in der Zwischenzeit, da gibt es einen Tipp. Ein Blinkerrahmen für die hinteren Blinker wäre wünschenswert, also für die GS. Also da hat jemand einen Produkttipp entdeckt. Bei der Konkurrenz, die schauen alle zu, die Konkurrenten, die anderen Zubehörsteller, die fangen schon an. Ihr habt jetzt 10 Minuten Nachteil, weil die können jetzt, während wir hier stehen, schon produzieren. Das machen ja unsere Entwickler, also die sind jetzt auch schon dran. Okay. Ein Blinkerrahmen für die hinteren Blinker. Was ist das eigentlich, ein Blinkerrahmen?
Ist das so ein Protektor für die Blinker oder was? Und ja, das haben wir auf jeden Fall überhaupt nicht im Programm, weil wir auch die Relevanz noch nicht gesehen haben. Okay. Da gäbe es bei uns auch Probleme, weil wir so viele Produkte haben, die an den Blinkern dran sind und wir sogar manchmal Blinkerverlegungen noch mit beipacken, damit das alles im erlaubten Zustand wieder ist. Also für uns nicht relevant. Ja, tut mir leid. Es war leider die Idee, aber wir alle haben deine Genialität noch nicht richtig eingeschätzt. Du musst es selbst entwickeln. Du musst sie selbst entwickeln, die Blinkerrahmen, und wirst richtig reich damit. Und dann komme ich persönlich vorbei und mache ein Video über deine Blinkerrahmen für die GS. Also da waren wir jetzt bei der MT10. Genau. MT10. Also das Erste, was wir im Heckbereich finden, sind natürlich wieder unsere Blaze-Satteltaschen. Und je nachdem, ob die einem gefallen oder nicht, können wir auch auf Hecktaschen ausweichen wieder. Okay, was würdest du deinem besten Kumpel empfehlen? Welche Gepäcklösung für den besten Kumpel, der vom Eiscafé so leimend ausschauen will, wie ich immer ausschaue? Also die Blaze-Satteltaschen, die sind schon unschlagbar, muss man sagen. Aber das ist einfach eine Geschmacksfrage. Also manche Leute sagen, ich möchte an der Seite nichts haben. Für mich ist eine Hecktasche ganz klar das, was ich hinten auf dem Sozius-Sitz habe oder auf dem Gepäckträger, und da stört mich das nicht. Das ist eine Geschmacksfrage. Also beides von uns passt wie angegossen. Ja, weil was natürlich schon ist, jetzt will der vielleicht wissen, was besser ist. Und besser heißt, was funktioniert. Aber alles, was ihr hier listet, funktioniert. Das heißt, der Hersteller gibt ja da nichts rein, was so halbwegs passt oder was manchmal runterfällt, manchmal nicht. Das passt einfach, oder? Es passt zu 100%, wenn man es zu Hause richtig befestigt. Also gerade die Hecktaschen, das ist ein Kinderspiel, die 4 Punkte zu befestigen. Das muss man natürlich machen. Mhm. Das Wichtigste ist, wie viel Liter will der Kunde transportieren? Wofür will er es haben? Für welchen Einsatzzweck? Und danach richtet sich dann, was wirklich das Beste für ihn ist. Okay, also wenn ich mich bei euch melde am Telefon und der sagt, was soll ich für ein Gepäcksystem nehmen, dann ist das die erste Frage. Wie viel Liter und was, oder was sind die weiteren Fragen? Dann sagen wir, lieber Kunde, was hast du vor? Da gibt es die, die sagen, ich möchte 2 Kilometer zur Eisdiele fahren und möchte so eine kleine Tasche haben. Und dann gibt es die, die sagen, ich möchte eine Woche wegfahren, bietet mir mal was an. Und danach geht es dann weiter. Und so, das macht man auch so. Man kann bei euch anrufen und sich beraten lassen. Natürlich, tagtäglich. Was will ich? Da rufen aber Leute an, oder? Also da ruft er wirklich mehr an nachher, oder? Ja, sicher. Scheiße, das ist die ärgste Hacken. Alter. Wenn bei uns im Büro wer anruft, kommt auch vor. Ach, das ist mörderisch. Da wird das Telefon, wie wenn eine Bombe tickt. Wie wenn du eine tickende Bombe in so einem Film im Kreis reichst, wird es im Kreis gereicht und dann, bis dann endlich einer rangeht. So, aber, ja, also wir sind nicht für so Endkundentypen, das schaffen wir nicht. Tut mir leid, ja. Sagen muss, bei uns ist es eigentlich besser, wenn die Kunden anrufen, als wenn sie eine E-Mail schreiben. Was kannst du jetzt sagen? Wir rufen jetzt alle an. Willst du es wirklich? Nee, es ist wirklich so, weil wir haben immer so viele Rückfragen, dass es einfach sonst ganz, ganz viel nach sich zieht. Ne? Weil dann kommen nämlich erst diese Fragen, wie viel Liter soll es denn sein und für welche Reise soll es sein. Und das ist einfach oft in einem persönlichen Gespräch viel, viel einfacher. Ja. Und hinterher wird noch was Falsches gekauft, was man nicht tut, wenn man mit uns gesprochen hat. Okay. Nein, also ich will bitte keine Anrufe bei uns haben. Ich bin der E-Mail-Typ. Ich kriege ja viele so E-Mails mit oder auf YouTube-Kommentare auch so, was ich hier für ein Motorrad kaufen soll. Also die beschreiben mir, was sie so machen, und dann soll ich ihnen sagen, was sie für ein Motorrad kaufen. Und ich habe nie Rückfragen. Weil ich sage einfach, das kaufen sie, und dann fahren die halt mit einer GS ins Outback. Ja? Oder mit einer S1000R, wenn sie nicht gescheit beschrieben haben. Ja? Nein, aber okay, das mit dem Telefon leuchtet mir ein. Gibt es eine gescheite Smartphone-Halterung? Ich gehe mal davon aus, dass es da das ähnliche System ist wie die Navi-Halterung. Das ist ein Universalteil, schätze ich mal, oder? Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, da kommt es wirklich auf das Modell an. Ja, ach, okay, das kommt drauf an, auf das Motorradmodell, was man drauf montieren kann, oder wie? Genau, und dann ergeben sich viele Möglichkeiten. Wir haben viele Navi-Halter, die wir speziell für dieses Motorrad dann entwickelt haben, was auch wirklich passgenau funktioniert, und es gibt universelle Lösungen. Also da hängt es wirklich davon ab, was das für ein Motorrad ist. Okay, und okay, dann schreibt der Kutscher Bernd, hallo, meine alte Heimat, habe früher in Kirchhain gewohnt. Was ist das? Wo ist Kirchhain? Das ist quasi ein Nachbar von uns. Ach so, hallo, servus, grüß dich. Ja. Aber damals gab es SM-Motig noch nicht. Das ist SM-Motig, also es ist ja Rauschenberg eine Riesenmetropole durch euch geworden. Ja. Dann schreibt jemand, bitte einen Lauflichtblinker für die GS-Rallye. Das ist auch eine Geschäftsidee. Lauflichtblinker? Das sind die Dinge, was die neuen Audis haben. Ja. Kann ich erst mal sagen, ist nicht unser Geschäft. Das ist aber leider. Alter, die ganzen Sachen nehme ich mit heim und werde sofort anfangen, mit irgendwelchen chinesischen Bastelbuben für 99 Cent zu machen und für 700 Euro zu verkaufen. Das sind ja meine Geschäfte. Ja. Eine Schutzblechverlängerung wäre noch eine Idee. Schutzblech, was ist das? Was für ein Schutzblech? Also wir haben 10, 20 Sachen, die schützen am Motorrad. Okay.
kommt jetzt drauf an. Und da habt ihr aber Schutzbleche, habe ich gesehen, für die Z900S habe ich zum Beispiel Schutzbleche gesehen, das habt ihr bei manchen Motorrädern, so Schutzbleche. Ja, wahrscheinlich ist die Chance groß, dass er den Motorschutz meint, und die Verlängerung bieten wir an, entweder am Hauptständer nach hinten weg oder nach vorne weg noch Richtung Kühler. Okay. Und hängt vom Modell ab. Also haben wir für einige Modelle im Programm, auch für die GS. Mhm. Ja. Okay, gut. Da kommt jetzt eine leibende Detailfrage. Danke. SV650. SV650, immer wenn ich eine SV650-Frage kriege, beantworte ich sie, weil ich liebe die SV650, weil ich früher eine gehabt habe. Das ist so ein Mörder-Motorrad. Er hat jetzt nach Tankrucksäcken geschaut. Und was ist der Unterschied zwischen Evo und Ion-Tankringen und warum sind die Kosten so unterschiedlich? Weißt du das? Also das sind zwei Serien, die wir im Programm haben. Die Evo-Serie ist die höherwertige, die wir auch gesehen haben die ganze Zeit. Und die Ion-Serie, das ist die Serie, mit der wir gestartet haben vor ein paar Jahren. Also da gibt es mittlerweile viele Lösungen am Markt. Wir können stolz sagen, wir sind die, die es erfunden haben und haben auch diese Serie immer noch im Programm. Und es gibt verschiedene Rucksackserien, die wir da anbieten. Und die Ion-Serie ist die Einstiegsserie, und wenn man dann ein paar Features mehr haben möchte an seinem Tankrucksack, dann muss man zur Evo-Serie wechseln. Ich weiß, was hat der Tank, was, wie meinst du mit Features? Kann das Motorrad dann fliegen oder was kann das dann mehr? Das sind Zubehörsachen, die zum Beispiel enthalten sind, wie ein Schultergurt. Das sind Möglichkeiten, die wir an diesem Rucksack haben, um noch einen GPS-Halter dran zu befestigen. Solche Sachen, das hat die Einstiegsserie nicht. Okay, das heißt, die Taschen, die auf diesen Ion-Tankrucksack passen, die sind nicht so toll ausgestattet wie die Taschen, die auf dem Evo Ding passen. Ja, sagen wir es so, das ist für die Leute, die das einfach nicht brauchen. Die sagen, ich möchte einen Tankrucksack haben, der soll gut ausschauen, der soll funktionieren, und dann ist es das preiswertere Modell. Okay, na passt. Gut, okay. Besser ist dann die Lösung mit Seitentaschen oder der Gepäckträger auf einer Tasche drauf festziehen. Worauf bezieht sich das? Lösung mit Seitentaschen ist immer gut. Das weiß ich jetzt nicht, zu welchem Motorrad er fragt. Na, tut mir leid, müssen es nochmal konkretisieren. Hättest angerufen, dann würde man jetzt wissen, was du sprichst, mein lieber Freund. Aber weil du natürlich auf mich gehört hast, wird das nichts. Ja, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 50 Minuten. Gehen wir schon auf die Z900S oder müssen wir zu BMW noch was sagen? Z900, was sagst du? Also von mir aus können wir weitergehen. Ja? Genau. Oder lassen wir noch eine letzte Chance. Liebe Leute, wollen wir noch was auf der R1200 GS machen oder schieben wir die Kawasaki Z900S rein? Also ihr habt jetzt noch 10 Sekunden Zeit. 10, 8, 7, 6, 7, 8, 3, 5. Na, schieben wir es rein. Entschuldigung, meine lieben Kollegen. Jetzt noch, jetzt ist eine Falle mit da. Jetzt gibt es Eingeweide. Eingeweide und Blutspritzer, ehrlich. Und dann fragen Leute natürlich jetzt immer nach konkreten Modellen, zum Beispiel Street-Triple-S. Aber Street-Triple-S, da brauche ich gar nicht reinschauen, das weiß ich jetzt schon selber auswendig. Da gibt es alles, was halt für diese Naked-Bikes halt gibt, das sind eh immer die gleichen Dinge. Es ist nur dann blöd, wenn der Auspuff irgendwie ganz merkwürdig verlegt ist, dann wird es für euch heikel. Aber eine Street-Triple-S ist jetzt, glaube ich, halbwegs normal aus eurer Betrachtungsweise, oder? Genau, also es gibt ältere Street-Triples, da haben wir spezielle Lösungen im Heckbereich für die Seitentaschen entwickelt, weil da der Auspuff sehr hoch sitzt. Aber generell haben wir für sämtliche Street-Triples Heckträger, auch die Blaze-Satteltaschen und auch den Tankrucksack, der ist natürlich auch dabei. Okay, super. Du, es ist noch eine interessante Frage. Der Karl hat schon ein bisschen jetzt da mitgelesen, was man für Angaben angeben muss. Und er sagt, 30 bis 40 Liter Gepäck auf eine 690er SM. Das ist die erste Supermoto von KTM. Bin ich auch irrsinnig gern gefahren. Aber bringt man da 30 bis 40 Liter unter, meinst du? Ja, Supermoto ist immer ein schwieriges Thema, weil wir halt beschränkt sind, was die Befestigung angeht. Wir könnten einen riesen Träger bauen oder einen riesen Seitenträger, aber da sind auch einfach physikalische Grenzen gesetzt bei einer Supermoto. Und auch die Sitzbank ist ja meistens sehr schmal, sodass wir da auf eine Lösung gehen müssen mit Hecktaschen, die man gut verzurrt, die auch nicht zu groß werden dürfen. Wenn ich jetzt an 30 bis 40 Liter denke, das könnte knapp werden. Du könntest Politiker werden. War das ein Nein? War das die Klagenversion von einem Nein? Da gibt es nichts, oder das, was? Das war kein Nein, das war ein, ich könnte ja noch mal in unserem Bikefilter schauen, ob wir nicht irgendwas getestet haben da noch. Aber sowas Universelles, also sowas würde immer gehen, oder? Es würde auf eine universelle Lösung gehen. Vielleicht auch zu diesen Drybacks, ja, das sind vielleicht, eben... Marege, vielleicht suchst du für die KTM 690, wir reden da.
mein 96 ist jetzt keine Massenware, aber es ist ein leibendes Modell. Also es ist ein leibendes Modell, wo man kurz darauf eingehen kann und das gleiche Schicksal teilen sich dann ja alle Supermotos, ja. Schätze ich mal. Also eine gute Lösung sind die Drybacks, wenn es darum geht, die einfach zu befestigen. Weil man kann bei diesen Drybacks entscheiden, nämlich quer oder längs auf die Sitzbank und ich habe eine einfache 4-Punkt-Befestigung, um das Ding eben festzuschnallen. Und ja, jetzt wird es wirklich am Motorrad hängen, ob ich Möglichkeiten habe, an den Rahmen zu gehen oder irgendwo an Fußrasten etc. Und speziell für das Motorrad, das müssten wir jetzt einmal nachschauen. Also da empfehlen wir die Slipstream-Hecktasche. Slipstream-Hecktasche? Genau. Und die passt auf eine 96 SM? Genau, das haben wir getestet, die passt. Okay, das sind jetzt 13 Liter, mein Freund, und dann musst du so wie ich 4 Tage mit einer Unterhosen auskommen, aber Alter, 30, 40 Liter auf einer Supermoto, das geht eh nicht. Na, da musst du ein bisschen haushalten mit dem Gepäck oder die monströse Rolle rauf. Also ja. Zaubern kann niemand einen Gepäckschrumpfer, habt ihr noch nicht erfunden, oder? Wäre auch eine Idee. Ja, wäre eine Idee. Damit wirst du richtig reich. Ja? Ja. Da gibt es noch eine kleine Hecktasche, die hat 8 Liter. Die kann man, wie gesagt, als Hecktasche nutzen oder auch als Tanktasche ohne einen Ring oder sämtliche Sachen. Aber 8 Liter plus 13 Liter, da sind wir immer noch nicht bei 40. Ja, das ist ja, vielleicht war es ein Konkurrent, der wollte euch da richtig jetzt ans Limit bringen. Aber ich glaube, es kann hier niemand zaubern, was ich so überblickt habe. Weil vor dem Livestream haben einige gefragt, sie hätten gerne eine Lösung für den Supermoto. Auf der anderen Seite, also offensichtlich gibt es keine Lösungen. Auf der anderen Seite wird es euch auch so sein, dass nicht wirklich viele danach fragen, weil die Supermotos eher für kurze Strecken benutzt werden, wage ich mal zu behaupten. Ja, und wir müssen natürlich selber dran glauben, was wir dem Kunden empfehlen, dass das auch wirklich hält und nichts passiert. Und wenn wir das nicht gelistet haben, dann hat das meistens Gründe. Das kann natürlich sein, meine lieben Leute, weil Supermoto ist natürlich oft eine Herausforderung mit der Stabilität, wenn das lange Federwege, agiles Fahrverhalten und wenn man dann hier noch Riesenmonster draufschraubt, dann könnte ein Stabilitätsthema der Hintergrund sein, warum hier nichts angeboten wird. Okay. Das ist auch eine schwierige Frage. Der Tom Dreh fragt, wie viel Liter benötigt man circa für wie viele Tage Reise? Das universell auszusagen, das kann man nicht sagen, oder? Also nee, das kann man nicht sagen. Also wir haben Weltreisen, sind ein Jahr unterwegs und denen reichen 2 Koffer in Anführungsstrichen, aber das ist für ein Jahr. Es gibt Leute, die fahren wie du zum Beispiel. Ne? Naturschönheit. Ja. Genau, also... Ja. Also deswegen, das kann man wirklich nicht sagen, das hängt sehr, sehr vom Typ ab. Manche sagen auch, es hängt davon ab, ob vielleicht noch eine Frau dabei ist. Also okay. Kommt drauf an. Aber was ist die Maximalvariante? Wie viel Gepäck ist das Maximum an so einer GS zum Beispiel? An der GS würde ich sagen, da gehen wir mit 2 Seitenkoffern, 45 Litern, einem Topcase mit 38 Litern, vielleicht noch eine große Hecktasche mit 60 Litern und ein GS-Tankrucksack noch mit 22. Ja, und das reicht. Da ist Maß, einmal Maß und zurück. Ja? Man könnte natürlich noch unsere Zusatztaschen auf die Koffer machen, das geht auch noch, aber da ist dann wirklich Ende. Okay, na gut. Vielleicht schauen wir, warte mal. Der Onkel Ramirez schreibt, er ist zu zweit mit Frau. Für 2 Wochen mit 120 Liter unterwegs, Onkel. Onkel Ramirez, vielen Dank für den Input. Jetzt würde man gerne wissen, ob ihr 60-60 aufteilt, ganz genau, oder ob du deiner Frau netterweise 2/3 ist und du dir 1/3 nimmst. Also Onkel, es würde mich jetzt noch interessieren, wie sehr Gentleman du bist. Und Marieke, in der Zwischenzeit, bis da ein paar Kommentare reinkommen, schauen wir uns an, die unfassbar schöne Z900 RS und was ihr da alles dran gemacht habt, oder? Genau. Also da können wir jetzt wirklich gut vorne starten. Wir hatten ja vorhin die Frage mit dem Windshield. Ja. Und an der sieht man also unser Windshield und auch unseren Fender aus gebürstetem und eloxiertem Aluminium. Passt hier super gut dazu. Genau, also zum Beispiel für die SV650 haben wir das Scrambler-Kit entwickelt. Damals auch. Ah, okay. Ein Lieblingsmodell. Ja. Genau, also deswegen, wo es schick aussieht und Sinn macht, bieten wir auch was in der Richtung an. Weil diese jetzt im Jänner, glaube ich, im Januar, Februar ist die gekommen auf den Markt, oder? Und dann habt ihr die herbekommen und jetzt gibt es das schon. Also das ist jetzt nichts Prototyp, also das gibt es jetzt zu kaufen, oder wie? Bei den 2 Produkten müsste ich noch mal gucken, aber normalerweise bei der sind die Produkte, also wenn sie nicht jetzt schon verfügbar sind, kommen die jetzt alle wirklich innerhalb der nächsten 1, 2, 3 Wochen rein. Okay, das ist aber schon eine Sensation, weil im Prinzip ist es jetzt
Anfang April und die Leute haben die gerade erst gekauft, die können jetzt schon loslegen. Also es ist sicher eine Herausforderung in der Entwicklung bei euch, so schnell zu sein, oder? Ja, wir geben nicht nur auf der Straße Gas, nee, auch in der Werkstatt. Nee, auf jeden Fall. Also deswegen haben wir auch einfach ein großes Team, die sich darum kümmern und das ist halt auch wirklich alles hier in Rauschenberg. Also es ist so ein Hand in Hand vom Prototypenbau über den Designer, der direkt daneben sitzt, der auch mal rübergehen kann in die Werkstatt, nochmal Sachen direkt anhalten und dann werden hier die Vorrichtungen gefertigt und dann geht das nach Tschechien, wird dort, dann geht dann immer erstmal ein Prototyp gebaut, der kommt dann nochmal zu uns, wird getestet und wenn das alles super passt, dann geht das in Serie. Also das sind dann wirklich kurze Wege, die das dann so schnell möglich machen. Okay, geil. Ja, schauen wir weiter. Was gibt's noch? Genau, wir haben hier zum Beispiel auch einen Sturzbügel dran. Warte, wir müssen die Funktion wechseln. Was sollen wir hier gehen? Genau, wir haben hier auch an der den Sturzbügel. Wir haben Sturzpads für die Vorderachse. Allerdings nicht für die Hinterachse, weil die hat so einen Splint eingesetzt, da war das nicht möglich. Das sind einfach immer modellspezifische Sachen, die man beachten muss, aber für die Vorderachse bieten wir das an. Wir haben den Sturzbügel, wir haben einen Seitenständer Fußballbreiterung, auch immer ein gern gekauftes Produkt. Mhm. Wir haben den Schalthebel, wir haben unsere Evo-Fußraste, die hatten wir auch schon mal vorgestellt. Also die ist so 36-fach verstellbar, also wirklich in der Höhe und in der Neigung. Und da kann dann jeder so seine eigene Position finden. Typisch deutsch würde ich jetzt sagen, 36-fach verstellbare Dinge. Aber deswegen setzt ihr auf die Exportweltmeister. Ja, nee, beste Passform in jeder Richtung, genau. Auch hier haben wir wieder die Spiegelverlängerung dran, ein Navi-Halter. Und wir haben hier natürlich auch unsere Gepäckserie. Jetzt sieht man das erste Mal die Retro-Serie. Und jetzt kommt nämlich der spannende Träger. Den haben wir ja vorhin bei der KTM dann nicht gezeigt. Ach so, wollte jemand sehen. Oh, genau, den wollte nämlich jemand sehen. Und das ist unser SLC-Träger. Und an diesen SLC-Träger kann man sich dann das passende Gepäckstück dafür auswählen. Also man geht entweder in die Retro-Richtung oder man nimmt den Urban ABS-Koffer, den man vorhin gesehen hat an der KTM. Oder wir haben noch die Sysbeck-Taschen in verschiedenen Größen, also 10 und 15 Liter, die eben auch an diesen Träger passen. Und dann kann wirklich jeder nach eigenem Geschmack oder nach Gepäckbedarf sich das passende Gepäckstück auswählen. Okay, das heißt, das, was wir an der GS gesehen haben, das war quasi die größere Lösung, genau, die den Vorteil hat, es ist abnehmbar. Das hier ist noch ein bisschen dezenter, dafür ist nicht mehr abnehmbar, aber es bleibt halt auch noch, wirklich noch weniger dran, wenn es quasi die Tasche ab, genau, ist. Okay. Genau, nicht abnehmbar, hat aber auch hier wiederum diesen passenden, also einen praktischen Klickverschluss. Bei den Urban ABS-Koffern auch abschließbar, am Träger direkt. Genau. Und diese Startnummerngeschichte, ist das ein Gag oder gibt es das wirklich? Nee, gibt es wirklich. Ich habe ja gehört, das war mit eurer Erfindung oder eure Idee. Mhm. Genau. Ja, das kann man da jetzt einklicken. Genau, oder? Also an diesem Träger kann man eben nicht nur Taschen befestigen, sondern auch zum Beispiel eine Startnummer oder man kann sich auch irgendwas anderes Schönes eingravieren lassen. Wir haben auch noch so eine Zubehöraufnahme, wurde eigentlich mal für ein Skateboard entwickelt. Also es gibt immer auch so ein paar witzigen Schnickschnack. Und zum Beispiel diesen Träger bieten wir auch so an, dass man ihn sich... Also so für die Customizer-Szene. Das heißt, da liefern wir nur diesen Bogen und die Anbindung ans Motorrad macht sich jeder selbst. Das sind aber wirklich ganz spezielle Geschichten. Heute geht es ja wirklich eher um die Motorräder, die hier stehen. Okay. Okay. Aber deswegen, wir gucken eigentlich wirklich immer, dass wir da eine gute Lösung anbieten und manchmal auch so witzige Sachen. Okay. Hat schon wieder jemand Unterhosen gespendet, oder? Wir haben ein Verhältnis Frau-Mann von 79 zu 30. Aha, okay. 79 zu 30 ist natürlich super, Onkel, das passt. Und alles andere hätte ich auch als unmännlich empfunden, wenn du mehr als 30 Liter brauchst für 2 Wochen. Ja? Vielleicht war das auch eine Frau mit den 39 Litern. Und die Sitzbank, die ist aber. Achso, das ist auch eure, oder wie? Ja, das ist auch unsere. Okay. Erkennt man gut am SW Motorsport, genau. Also das ist jetzt ja schon mal eine, da sieht man kann sich es wirklich ganz individuell zusammenstellen. Also ich hätte jetzt vielleicht eher so eine schlichtere schwarze Variante gewählt, aber für dich zwar nicht signalgelb, aber schon mal mit einem hellen Leder. Sagen wir so, es geht in die richtige Richtung. Also das geht in die richtige Richtung, wenn es ein bisschen auffallen soll, stehe ich drauf. Die Nähte hätte man dann noch irgendwie in einer Farbe nehmen können, dann wäre es schon mein Geschmack. Aber ich glaube, wir kriegen ja eher. Ich glaube, für Max eine MT-09 haben wir was geschickt, oder? Der kriegt dann so eine Sitzbank, das für ihn passt, oder? Genau, da haben wir eure Sitzbank. Kommt jetzt rein, also war noch nicht da und dann machen wir was Schönes draus. Und der ist ja so groß, ich weiß nicht, ob das, also in den Videos seht ihr es ja, ich glaube, der ist 2,97 Meter groß und hat 20 Kilo. Nein, Entschuldigung, also kann man nicht, nein, aber so, also so vom, dass man es plakativ beschreibt. Das heißt, der ist halt wirklich irrsinnig groß und dadurch braucht er wahrscheinlich auch eine andere Sitzbank. Tut ihr da auch irgendwas anders machen, so von der Höhe und so für ihn? Also wir können einmal, bieten wir auch zum Beispiel verschiedene Formen an und dann haben wir aber die Möglichkeit in dem Fall jetzt, dass wir halt die Höhe
Da bieten wir an, das kann man dann auswählen im Konfigurator, möchte ich es ab- oder aufgepolstert haben und oder den Härtegrad, aber das hängt jetzt von ihm ab. Ja, der Max ist ja unser Dreizylinder-Experte. Ist ja jetzt, wo wir hier stehen, gerade in Südspanien, und fährt die neue Tracer 900. Und Tracer 900 wird auch sicherlich was sein, wo ihr viel Zubehör viel verkaufen wird. Schätze ich mal. Das ist sicherlich ein gutes Modell für heuer. Auf jeden Fall. Okay, haben wir da noch irgendwas vergessen an der Z900S? Wir hatten vorhin noch mal eine Frage zu dem Gepäckträger. Genau, also hier ist eben auch das Street-Track dran. Sieht man es? Genau, also die gleiche Gepäckträgervariante, die wir auch an der KTM hatten. Okay. Genau, also das war ja die Variante, wo man diese Adapterplatte aufklicken kann. Na passt, vielleicht stellen wir uns wieder hinter in die Manege. Dann schauen wir mal, was da reingekommen ist. Weiß ich was, was will der? Der Mr. BBB, sie macht, sagt, tolles Moped, aber diese Sitzbank. Alter, ich sage, sie brauchen ausgefallene Sitzbänke und du fallst mir da jetzt so in den Rücken. Das ist doch alles super dezent, aber na, Geschmäcker sind natürlich verschieden. Deswegen gibt es ja auch diese Individualisierungsmöglichkeiten, dass man sich das selbst da machen kann. Ich habe es erstaunlich gefunden, dass so ein großer Hersteller wie ihr sowas sich, wie soll ich sagen, antut. Das ist ja wirklich eine sehr intensive Kundenkommunikation nachher und eine sehr kleinteilige Geschichte, aber aus irgendeinem Grund habt ihr euch wahrscheinlich überlegt, dass das Sinn macht. Finde ich beeindruckend, dass ihr das hier in Deutschland bei euch im Stammwerk macht. Finde ich echt beeindruckend. Okay. Okay, na passt. Und zwar, ob wir gleichschließende Schlösser anbieten, wenn wir ein Koffersystem anbieten. Natürlich machen wir das. Also ist was egal. Heißt das? Gleichschließende Schlösser heißt, du hast entweder zwei Seitenkoffer oder einen oder noch mit Topcase dabei und der will es natürlich als Kunde nur einen Schlüssel mit dir führen und nicht für jeden Koffer einen einzelnen Schlüssel. Ja, aber das macht hoffentlich jeder so mit. Ja, manchen ist das auch noch nicht klar, deswegen kommt die Frage öfter auf, aber natürlich verkaufen wir das gleichschließend. Aha, okay. Ja, wäre natürlich leiwand. Haben wir da eigentlich schon alle durch oder müssen wir nur noch irgendwas durchmachen da hinten? Haben wir schon alles erwähnt, glaube ich, gell? Ich denke, wir haben alles gesehen hier. Wir haben alles gesehen. Zumindest. Ja, ich meine, wir haben jetzt 1:05, oder? 1 Stunde und 5 Minuten haben wir. 1 Stunde, 5 Minuten. Da sind wir eigentlich ganz gut im Rennen. Also wenn jetzt noch ein paar Fragen reinkommen, würde man die noch behandeln. Was aber die SM-Motiv-Leute auch gesagt haben, also alle Fragen, die man nicht beantworten können und wenn da jetzt in dem Live-Chat Detailfragen aufgetaucht sind, die würden sie dann unten drunter in diesem Kommentarfeld, also unter YouTube, dann beantworten. Aber wenn ihr jetzt noch Fragen habt, können wir die jetzt noch beantworten zum Thema Zubehör. Wie soll ich sagen, von der grundsätzlichen Entwicklung, Marieke, vielleicht geht da mal kurz rüber. Ich gehe zu dir, du bleibst bei mir, bitte. Ja. Wenn wir jetzt sagen, SM-Motech, was wird denn da in den nächsten Jahren passieren? Ich habe draußen Baustelle gesehen, es wird halt einfach alles größer, besser oder was baut ihr hier so viel? Also die große Baustelle, die man noch so ein bisschen erkennen kann, ist einfach unser Logistikzentrum. Haben wir ja im Dezember eröffnet und jetzt hoffen wir eigentlich, dass wir erstmal für ein paar Jahre ganz gut ausgestattet sind. Aber in der Vergangenheit war es wirklich so, dass einfach alle paar Jahre wieder was angebaut werden musste, weil wir einfach doch so gewachsen sind, dass es dann doch immer nicht mehr gereicht hat. Und allein wenn man sich das vorstellt, Export in 65 Länder, da hängt logistisch sehr, sehr viel dran. Und mittlerweile will der Kunde ja auch auf dem deutschen Markt zum Beispiel sein Produkt heute bestellen und am liebsten morgen vor der Haustür stehen haben. Und das sind natürlich Herausforderungen, da mussten wir dann auch ein bisschen aufbauen. Okay. Ich war ja hier vor Jahren und ich habe das live miterleben können damals. Das war damals schon ganz nett und auch schon halbwegs ansehnlich, aber es war im Vergleich zu jetzt eine wirklich kleine Glitsche und das waren 1000 Base gibt es jetzt noch nicht so lang. Wie lange gibt es euch eigentlich, wenn ich fragen darf, SM-Motech? Also nächstes Jahr feiern wir 20-jähriges Jubiläum. Ach so, das ist aber arg. Ich habe begonnen 2001, ja. Oh, okay. Da habe ich ziemlich am Anfang, war ich dann auch hier. Ich habe es gar nicht gepackt, wie groß das alles ist da bei euch, ist ein Wahnsinn. Sind noch Fragen gekommen, oder? Ja, was reinbekommen. Ja, super. Und zwar, das erste war, ob wir auch Spiegelverlängerung für verkleidete Sporttourer im Programm haben. Wir haben für verkleidete Motorräder auch Spiegelverlängerung, das hängt aber wirklich vom Modell ab. Also da wäre es das Einfachste, in unseren Online-Shop zu gehen und sich das Modell auszuwählen und zu schauen, ob das passt. Okay, und dann fragt jemand Husqvarna Witbeln. Husqvarna Witbeln, meiner Meinung nach, das schönste Motor der Saison. Entschuldigung an alle, die was anderes gekauft haben. Ich stehe ganz schwer auf die Husqvarna Witbeln. Was werdet ihr denn da alles machen, glaubst du? Oder habt ihr sie schon da gehabt? Oder kommt ihr jetzt zu euch in die Werkstatt? Weißt du, wie der Stand der Dinge ist? Da habe ich keinen Stand im Kopf. Ich glaube, das Modell hatten wir noch nicht da.
dann müssten wir intern prüfen, ob wir das auch auf unserem Plan stehen haben, weil wir haben eine lange Liste von Bikes, die wir nach und nach Woche für Woche reinholen und abarbeiten. Das kann ich nicht aus dem Kopf sagen jetzt. Okay, und darfst du es verraten, was als nächstes drankommt? Was schiebt ihr als nächstes in die Werkstatt unten rein? Darfst du es sagen? Oh, das ist schwierig, weil wir jede Woche in dieser Saison bis zu 3-4 Modelle da haben. Okay. Also brandneu war die Z900 und die 97 Tuke und da sind wir auch noch dran, um einige weitere Produkte zu entwickeln. Okay, darfst du? Ja. Africa Twin, Adventure Sports und so, das sind ja jetzt einfach ganz wichtige Modelle. Die waren aber schon hier, also... Da kommt jetzt was. Genau. Okay. Das ist die Spione, die wissen wollen, was als nächstes kommt, müssen da draußen in Rauschenberg vis-à-vis beim Dorfwirten warten, dann sehen, was da für Motorräder reinkommen. Okay. Wir haben noch, ob wir einen besseren Tankrucksack für die Super Duke GT haben, zwecks Zündschloss. Also da sind auch wir begrenzt. Das Zündschloss bleibt an der Stelle. Insofern können wir da nur einen kleinen Tankrucksack anbieten. Ach so, ich verstehe schon. Also da ist natürlich die Platzbeschränkung vorhanden. Ja. Ich verstehe, okay. Und natürlich hier auch, der Hauspuff ist höher montiert und das bei der Duke 97, hat der Jakob Richter richtig erkannt. Das heißt, hier auf der rechten Seite bei der Duke 97 noch einen Koffer dran zu packen, ist wieder eine Herausforderung sein, oder? Das ist wieder eine Herausforderung. Nach aktuellem Stand gibt es nur für die linke Seite den Träger. Und jetzt haben wir wirklich eine echte Demütigung zu ertragen. Der Julius Schleifer sagt, jetzt einmal ein Lob an den Fauli, bester Mann am Set. Ich meine, du hast Glück, du bist kein Mann. Ja? Aber wir zwei sind offensichtlich können Fauli das Wasser reichen. Aber wackel ein bisschen Fauli bitte für uns. Das kann ich gar nicht verkraften. Es ist echt bitter, dass man da Fauli die Show stiehlt. In eurem Webshop gibt es nichts für die 2005er Super Duke. Das kann nicht sein, oder? 2005er Super Duke, da müsstest du doch irgendwas haben. Also die 99er ist schon eine Weile her, aber auch dafür haben wir Produkte. Welche habe ich nicht im Kopf jetzt einzeln? Was kann man da falsch machen, was machen Leute falsch, wenn sie Produkte suchen? Wir haben natürlich einen brandneuen Webshop, wo wir... Never touch a running system, gell? Aber so brandneu ist nie leimend. Aber na, wird schon passen, oder? Ja, der ist 2 Monate alt. Okay. Also wirklich... ziemlich neu, sage ich mal. Wir haben dem Kunden hier eine Möglichkeit geboten, nicht nur sein Baujahr zu finden, sondern auch noch den Typ auszuwählen, was es wirklich haargenau findbar macht, die Produkte, die da passen. Und oft passiert es den Kunden, dass sie den Filter nicht löschen, wenn die so ein bisschen im Stöbermodus sind und dann sind sie in irgendeiner Kategorie und sehen, ach, die haben ja gar nichts für mich, dann einfach nochmal den Filter überprüfen. Mhm. Und du hast mir gesagt, bei manchen ist es so, wenn ihr da E-Mail-Kommunikation habt, dann wissen die halt teilweise nicht, welches Modell sie haben, welches Baujahr sie korrekt haben. Und das kann echt sein, dass das kriegsentscheidend ist. Also wenn man da sich nur um ein Jahr vertut bei der Auswahl, dann wird das falsche Produkt geliefert, oder? Also wir würden schon sagen, wir sind Experten, was Passgenauigkeit angeht und unsere Empfehlungen stimmen auch. Aber auch wir müssen natürlich genau wissen, was der Kunde für ein Motorrad hat. Und wenn wir dann in demselben Baujahr 2 Typen haben und Kunde hat Typ 1 und wir haben aber für Typ 2 irgendwas angeboten, dann müssen wir das schon wissen. Wie kann das sein? Das heißt, du sagst jetzt, es gibt ein Baujahr, weiß nicht, BMW schieß mich tot, Baujahr 2016 und dann kann es sein, das ist das Modell A und das Modell B. Also es gibt genau. In diesen. Der Modellwechsel findet ja nicht immer passend zu Weihnachten statt oder passend zum 31.12. Insofern kann das auch unterjährig passieren und dann gibt es über ein Modelljahr 2 verschiedene Typen. Okay, das muss man natürlich richtig auswählen. Und was ich auch gehört habe vorher, Killer-Argument sind dann auch so Ausstattungsvarianten. Also es wird nicht einfach in nächster Zeit. Es gibt ja noch die Geschichte mit und ohne ABS zum Beispiel. Dann sind manche Anbaudinger schon unterschiedlich, oder? Das kann vorkommen. Also wir gehen nicht nur auf den Typ oder auf das Baujahr, sondern bis auf jede Anbausituation oder jedes Teil, was vorhanden ist am Motorrad. Da kann sich schon mal was unterscheiden. Haben wir aber alles schön gelistet, also wer sich im Shop informiert, der wird das finden. Okay, jetzt wird es leimend. Jetzt wird es spannend. Gut, dass wir gewartet haben, weil jetzt werden die Kunden, jetzt sind sie nicht mehr so leicht zufriedenzustellen. Donkel Ramirez sagt zum Beispiel, die offizielle Traglast ist bei den Koffern so niedrig dimensioniert. Warum ist das so? Er sagt zum Beispiel, 5 Kilo sind zu wenig. Da wollte er auf der sicheren Seite sein. Oder warum hat man diese Traglast nur mit 5 Kilo angegeben? Was glaubst du? Also wir haben ja eigentlich eine Zuladung von 10 Kilo, sind aber natürlich manchmal auch vom Motorradhersteller her beschränkt. Ne? Also da muss man natürlich auch immer gucken, was gibt bei dem Motorrad das Heck her. Also da muss man immer unterschiedliche Sachen bedenken. Manchmal kann es wirklich relativ gering ausfallen, das stimmt. Okay, wenn ihr das jetzt so angibt, dann hat das halt einen Grund, weil wir Österreicher sind so, der Scheiß ist nicht da, das wird schon passen. Also ich weiß nicht, wie ernst muss man das nehmen? Ernst oder halbwegs ernst? Oder? Also wir empfehlen schon, unseren Empfehlungen zu folgen, aber... Ja,
Normalerweise ein bisschen Spielraum ist da, würde ich sagen. Ein bisschen Spielraum ist ein dehnbarer Begriff. Wir Österreicher sagen dreimal so viel, die Deutschen sagen da 17,2%. Ja. Muss man natürlich von Modell zu Modell wahrscheinlich individuell vielleicht auch nachfragen, aber da pauschal so eine Sache zu sagen, dann bricht das Heck, es wäre natürlich ein Wahnsinn. Und es ist ja auch so, für einen Anwendungsfall, wenn wir vorher gesagt haben, ihr habt Kunden, die fahren damit 10.000 Kilometer Schotterpiste in Australien, auch sowas muss ausgehalten werden. Und wenn jetzt jemand nur zweimal im Jahr zur Eisdiele fährt mit 700 Kilometer Jahresleistung, der kann möglicherweise für die Eisdielentour ein bisschen mehr draufpacken. Also deswegen braucht man wahrscheinlich ein bisschen einen breiteren Spielraum mit diesen Angaben. Ja, Entschuldigung, kommt jetzt noch was rein? War oder? Der Markus gerade mit der 99 Super Duke, dass wir die erst ab 2007 führen, er hat aber 2005. Haben wir jetzt nicht gelistet, ist eine Sache, die wir einfach direkt prüfen werden dann wieder. Okay. Also uns kann es auch mal vorkommen, dass wir nicht jedes Modell im Haus hatten bei der Vielfalt, die es gibt. Und dann holen wir natürlich auch nach. Ja. Okay, das heißt, es könnte ja sein, dass das passt, nur wisst es nicht, ob es passt. Genau. Das heißt, das muss ich einfach irgendwie ausprobieren. Richtig, genau. Ja, was machst du denn jetzt? Wie kriegst du jetzt ein 2005er Super Duke daher? Ja, erstmal ist die Frage, ob wir nichts gelistet haben, weil wir schon wissen, dass nichts passt. Oder es kann sein, dass wir damals das Modell nie bekommen haben. Das ist eher unwahrscheinlich, weil wenn das Modell wichtig ist, dann holen wir das auch her. Egal, ob von einem Kunden oder von einem Händler. Das müssten wir jetzt prüfen. Okay, sehr gut. Und dann fragt jemand, der Timo fragt, ist die einzig gute Lösung für Supermotos ein Softpack? Ja, ich weiß nicht, so einen fetten Alukoffer auf ein Supermoto, keine Ahnung. Aber es ist, ich glaube, das wird schon so sein, oder? Oder was meinst du, Supermoto Softpack oder was wäre eine Variante, eine andere? Also ich würde, glaube ich, auch zum Softgepäck tendieren. Ja, genau. Ich meine, ich weiß nicht, wie Sie das seht, aber auf einer Supermoto, auf so einer schlanken, den Alukoffer, ich weiß nicht, ja. Okay, gut. Na, dann würde das passen. Der Markus bezeichnet seine 2005er Super Duke als alte Dame und er würde sich auch bereit erklären, vorbeizufahren. Also da siehst du das, ich hätte das schon, die 2005er Super Duke. Manchmal kommen wir auf sowas auch wirklich zurück. Also, ne? Also bei solchen älteren Modellen kann es dann wirklich, könnte es der Fall sein, theoretisch. Okay, sehr gut. Naja. Ich weiß nicht, Regisseur, machen wir Schluss, machen wir Feierabend, weil wir müssen jetzt noch weiterfahren. Wir dingeln ja weiter durchs Land, faule Neste Nils und der Cook hinter der Regieplatz. Auf jeden Fall vielen Dank, das muss ich schon noch sagen. Eines sage ich immer, wenn wir Live-Shows machen, ist es so, dass ganz viele Hersteller das nicht machen. Ja? Aber ihr seid gerade noch nicht groß genug, dass euch die Compliance-Abteilung das verbieten kann. Gibt es so, die japanischen Hersteller niemals live, weil wenn das sagt man einen falschen Satz, dann sitzt man ewig im Konzernkittchen. Aber ihr habt das super gemacht. Es ist ja, live ist immer ganz gefährlich. Habt ihr super gemacht. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Danke. Danke auch. Danke. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr irgendeine Wette verloren habt, dass ihr es machen müsstet, aber ich finde, ihr habt das großartig gemacht, ist ganz, ganz super. Und vielleicht machen wir es ja, ich weiß nicht, nächstes Jahr wieder, wenn das gut ankommt, machen wir nächstes Jahr wieder oder wir machen mal eine Betriebsprüfung bei euch. Aber hat uns sehr getaugt. Und was mir auch immer taugt, ist, was die Leute alle wissen. Die wissen alle mehr wie ich, das macht mich zwar ein bisschen nervös, aber euer Feedback ist natürlich ganz, ganz wichtig für dieses Format. Vielen Dank fürs Mitmachen, bis zum nächsten Mal und für ein Fall speziell. Tschüss, 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 tschüssi.